Wunderschönen guten Tag, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ich weiß, was du nicht weißt, hier live auf Twitch mit mal wieder drei Teams. Hallo. Peter Hallo. Und Christian sind in Team 1 und in der rechten Ecke sind Sepp und Frank. Alter, ich dachte, du machst gerade blank, Peter. Team Gold. Wow. Team 3 Sterne. Soll ich wieder schick gemacht. Und heute Special Guests in der Mitte. Paul von Dr. Freud, den kennt ihr ja schon, der war schon oft da. Und zum ersten Mal dabei heute Le Floyd von Dr. Freud. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Wir sind Team irgendwas. Hier ist Conspiracy. So. Conspiracy. Verschwörung fest. Ja. Einfach auf Boom, Mic Drop offline gehen. Auch mit 2F. Ja, schön, dass ihr alle da seid, lieber Chat. Auch jetzt schon so früh. Ich muss eins dazu sagen. Ne? Normalerweise ist es bei uns immer so, wenn wir. Also gut, man soll ja nicht über Gäste herziehen, aber manchmal ist es so, die bereiten sich ja im Zweifel nicht so vor, die kennen die Regeln nicht und so. Aber Flo, ja, ich bin zum ersten Mal heute bei einer Show dabei und konnte die Regeln mir eben besser erklären, als ich sie ihm erklärt hätte können. Also du bist super vorbereitet. Ja. Du weißt alles. Ich weiß, dass Chris auf extrem gut vorbereitete Influencer auch steht. Das stimmt. Deswegen hat er eben Wer so nicht? Gelobt zum Beispiel. Das stimmt. Ja, ich hoffe, ihr kennt die Regeln auch noch, lieber Chat, aber für alle, die sie nicht erklären, die erkläre dann ich jetzt mal. Und zwar, ich weiß, was du nicht weißt, wir spielen heute Abend 15 Fragen, jedes Team bekommt 5 Fragen, wir spielen aber immer abwechselnd, also jedes Team immer eine Frage. Bei dieser Frage gibt es dann immer 4 Antwortmöglichkeiten, A, B, C oder D. Und ihr, lieber Chat, ihr dürft eure Antwort in den Chat reinschreiben. Und je mehr das von euch wissen, desto weniger Punkte bekommt dann das Team. Bis zu 5, aber im Minimum theoretisch nur einen Punkt, wenn es ganz, ganz viele von euch wissen. Und die Teams können sich untereinander noch einschätzen, ob sie diese Frage beantworten können. Und wenn sie das richtig einschätzen, können sie auch nochmal Punkte bekommen. Und denkt dran, in jeder Frage habt ihr nur begrenzt Zeit, und zwar 4 Minuten. Okay. Es gibt 2 Joker, einen Publikumsjoker und einen Telefonjoker. Beim Publikumsjoker bekommt ihr die 2 Antworten gezeigt, die wenigsten Votes vom Chat bekommen haben. Was ihr damit macht, ist euch überlassen. Und beim Telefonjoker wird die Zeit angehalten. Ihr könnt jemanden anrufen. Ihr könnt euch aber aussuchen, wen. Ja? Okay. Hast du alle Nummern? Ruf Le Floyd an. Also, die Frage, du, wen du ist kannst Handy schon an? Dein Handy nehmen, glaube ich. Nee, genau, du ich möchte nehmen. Das an. Andi Merkel anruft. Nee, die ist schwer zu erreichen mittlerweile. Okay, also vorher ging kein... oder was? Ja. Vorher war hast du dir versaut, Andi? Was denn? Hast du dir versaut in Merkel? Ja, ich wollte ins Kabinett, aber dann hat sie gesagt, nein. Hast du dich wieder betrunken gebracht? Ja? Ja, wirklich so. Ne, Merkel! Nee, ich habe die ganz oft nachts angerufen, dann saß sie mit Sturmfrisur im Bett und hat gesagt, nee, heute nicht bitte. Und seitdem darf ich nicht mehr anrufen. Aha, jetzt die Frage, woher wusstest du durchs Telefon, dass du eine Sturmfrisur hast? Ja, immer FaceTime. Ja. Immer kann man durchs Fenster sehen. Genau, ja, ich sehe gerade am Fenster. Du siehst aber heute mal wieder fresh aus. Ja. okay, also ich würde sagen, okay. Wir beginnen einfach mal. Wir beginnen auch mit dem Team, was hoffentlich die Regeln schon kennt, und zwar mit Peter und Christian. Yes. Das ist, mit Peter im Team muss er anfangen. Das stimmt, immer muss ich anfangen. Peter muss immer anfangen. Okay. Das ist so ungerecht. Dann beginnen wir mit der ersten Frage. Wie viel Zeit haben wir immer? 5 Minuten oder so, ne? 4 Minuten, habe ich ja eben auch gesagt. Ich habe auch nicht zugehört, Chris. Nein, schon okay. Und lieber Chat, denk dran, ne? Ihr müsst gleich hier aktiv werden. Ihr müsst es gleich in den Chat schreiben. Okay. Einfach so kein Joke. Los geht's. Frage 1. So, ich bin gespannt. Die Frage lautet, entgegen der instinktiven Annahme wurde... A. Christian geboren, bevor man das Wrack der Titanic entdeckte. Oder B. Pete geboren, bevor der erste Mensch den Südpol erreichte. Oder C. Brammen geboren, bevor die Edeka-Gruppe gegründet wurde. Oder D. Andi geboren, also ich, bevor eine blau leuchtende LED erstmals hergestellt werden konnte. So, jetzt noch nicht antworten. Die beiden anderen Teams haben jetzt die Möglichkeit gleich, das erscheint jetzt gleich auf dem Bildschirm, zu sagen, ja, das wissen sie oder ja, das wissen sie nicht. Denkt dran, wenn ihr klickt und der andere klickt, dann überschreibt ihr euch. Und der Chat hat jetzt Hallo? Die Möglichkeit, A, B, C oder D in den Chat zu schreiben. Einfach nur A, B, C oder D. Dafür habt ihr jetzt 10 Sekunden Zeit. Mach du mal, Flo. Drück du mal. Andi, wann bist du geboren? Ich drücke einfach irgendwas und du drückst was anderes, wenn du willst. Oh. Das sage ich euch jetzt nicht. Einfach das damit was gedrückt ist, ja? Ja. Das müsst ihr wissen. Ich war aber d'accord. Dass so, ich einfach jetzt schon den Telefonjoker gezogen habe. Mein Telefonjoker hat gesagt, das weiß man,
Pass auf, dürfen wir schon antworten? Ja, wir, ja. Unsere Pass auf, Peter, da du mit dem Bram ja am gleichen Tag geboren bist, finde ich, ist das irgendwie beides schon raus. Aber und unterschiedliches Jahr. Ja. Ach so. Oh. Ja, Peter ist ein Jahr jünger. Ist egal, Peter. Ich bin mir relativ sicher, dass es D ist, weil blaue LEDs relativ schwierig sind. Wirklich? Ja. Oh mein Gott. Geil, finde ich super. Hätte ich, glaube ich, als erstes ausgeschlossen. Aber dann... Das ist das so. Wrack der Titanic entdeckte, das müsste nach 84 gewesen sein. Was heißt denn entdeckte? Also James Cameron ist doch schon 78 Mal da runtergegangen, bevor die Idioten dann mit dem selbstgebauten Boot versucht haben. Aber Chris, du weißt schon, dass es Also lass dich nicht ablenken, ja? Bei ja? Rocky schon? Nee, nicht bei Rocky. Wie also es gibt von unserer Zeitrunde, da kannst du mal ein bisschen schneller reden. Rambo. Rambo, genau, da gab es schon blaues Licht. Das ja, aber das war keine LED, das war ein Knicklicht. Nee, aber es leuchtet blau. Es leuchtet, richtig, ich bin mir relativ blaues sicher. Blaues Licht leuchtet blau. Ja. Also ich habe keine Ahnung, wann die Edeka-Gruppe geboren wurde. Ich habe keine Ahnung, wann der erste Mensch den Südpol erreicht. Ich habe keine Ahnung, wann dieses Titanic-Wrack ist schon wirklich sehr weit unten. Da ist es nicht so leicht hinzukommen, oder? Aber entdeckt heißt ja vielleicht im Zweifel durch irgendwelche Sonarsachen vielleicht schon entdeckt. Man muss ja nicht darunter fahren, um es zu entdecken. Wussten die nicht, wo das untergegangen ist? Wann ist denn die Titanic überhaupt losgefahren? Ach, das war früh, ne? Das war 1912. Ich glaube, das ist 1412. Die fährt noch. Okay. Die LEDs sind krass. Also, Andi ist ja auch noch blutjung. Der ist ja irgendwie vorgestern erst geboren. Also, von daher sollten wir den nehmen. Ich habe von vielen Sachen halt wirklich keine... Wann die Titanic entdeckt wurde, weiß ich nicht. Wann der erste Mensch den Südpol erreicht, weiß ich nicht. Die Edeka-Gruppe, keine Ahnung. Was ist denn, Bram? Du bist 89 und Bram 88, oder wie? Ich bin 89 und Bram 88, genau wie du sagst. Okay. Wenn du das sagst, Peter. Bevor die Edeka-Gruppe. Ja, übermorgen werden wir ja wieder ein Jährchen älter. Edeka, ja, aber welches doch. Jahr? 24. Vielleicht 35, Alter. Der erste Mensch den Südpol erreicht. Peter, ja, Peter, lass mal dran nehmen, wenn du das schon direkt rausgeschossen hast. Alter. Peter macht eine Mega-Feier. Okay. Da kommen alle Leute, Michael, Gäste also kommen da an. Ich streame. Das ist halt an meinem Geburtstag. Also alle sind da. Ja. Also, Tausende von Menschen. Ich nehme das Heft in meine Hand und sag mal D. Wenn das falsch ist, dann kann Peter seine Hände in Unschuld waschen. Okay also ihr nehmt D? Den? Ja. Soll ich einloggen? Okay. Logge dein. Also ich meine, die blau leuchtende LEDs sind echt schwierig. Safe richtig? Ja, safe richtig. Sorry, 100%. Paul. Blau leuchtende LEDs ich glaub, sind das auch, so, ja, leider. So schwer gewesen. Warum? Weiß ich nicht, aber ich habe das auch gelesen. Irgendwie grün und rot so gab es irgendwie schon ewig und dann für die blauen irgendwie Mitte der 90er oder so. Für die blauen oder Ende der 90er. Das hat ewig gedauert. Oh, das ist aber schlecht. Ich dachte, Andi wäre. Wir können ja mal durchgehen. Wann hat Andi wann ist Andi? Also, Christian, ach so, wann Moment, bist du geboren? Stimmt. 84. Wann bist du geboren? Okay, 84. Ich habe die Frage auch falsch verstanden. So. Sich jetzt erst nochmal lang. Vielleicht doch 89 Paul. Geboren. Bram 88 und ich bin 1994 geboren worden. So. Das ist vielleicht ja. Ja. Achso, nee, das ist richtig. Ja, das reicht. Ja, so, das reicht. Okay. Wir gucken uns erstmal an, was die anderen beiden Teams gesagt haben, denn die trauen euch das gar nicht zu. Na, Frechheit. Weißt du, dabei hat Flo eben noch schon. Ja, die Statistik weiß ich. Wenn man auf die Wissens geht, dann hat man meistens die Punkte. Das ist richtig, aber ich hab nicht gewusst, ich dachte ehrlich gesagt, und jetzt ist Fauxpas meinerseits, ich dachte, Andi ist ein 96er Baujahr. Oh, das schmeichelt mir aber. Das ist sehr nett. Andi, wir hatten die letzte Folge gewonnen. Zwei Jahre. Also, zwei Jahre machen großen Unterschied. Bei meinem jungen Alter zwei Jahre sehr viel. Marc Pfister sieht maximal aus wie 24. Ja, ja. Komm, ey. Peter, was war deine Frage? Wer hat die letzte Folge gewonnen? Woher soll ich das denn wissen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. War ja der dabei? Bei dir an der Wand stehen, Peter, im Pokal? Ich weiß, was du nicht weißt. Ja, mich interessiert halt nochmal, ja. Okay, ja, Bram, guck das nach. Ich guck das nach. Wir gucken jetzt erstmal, was die richtige Antwort ist. Also, das Älteste davon. Ja, Alter, ich gucke gerade die erste Folge an. Weißt du, wie du da aussahst? Peter, ich habe letztes Mal gewonnen. Ich meine nämlich auch, selbst dass ich. Peter, wir waren ja gewonnen. Titelverteidiger war. Ah, okay. Ich meine, wir haben sie alle gestompt. Also, wir hatten 80 Punkte oder so. Ja. Wenn du jetzt anfängst mit das Älteste ist A, dann... Das Älteste ist die Edeka-Gruppe. Ja? 1907 wurde die schon gegründet. Peter 1989, nee, Brammen 1988 geboren. Also da ist einiges dazwischen. Der Südpol aus B wurde schon 1911 erreicht. Ja, das hätte ich gedacht. Viel, viel früher. Ich bin ja 1994 geboren. Blaue LEDs gab es seit dem Jahr...
1992, also schon davor. Und die Titanic wurde 1985 entdeckt. Boah, ist das knapp. Also ein Jahr und drei Jahre. Boah, dann haben wir Gott sei Dank richtig getippt, aber ich war auch safe davon überzeugt, dass als die blaue LED dachte ich, shit, Alter, die wurde super auch, Ja, da tut mir leid, Peter, dann... Alle anderen hätten das auch gesagt. Oh, hätte, also. Okay, ich mach die Prediction auf. Auch der Chat, wenn der richtig gewesen wäre, hätte der Chat auch mit 85% gesagt, die blaue LED. Ja, dann hätten die das ja gewusst. Dann wäre ja richtig. Ja, aber der Chat hat mit 85%. Sieht man das jetzt noch? Ja, das sehen wir jetzt noch. Erstmal, die anderen beiden Teams haben 2 Punkte bekommen, weil sie ja Peter und Christian richtig eingeschätzt haben. Großartig. Hat er gut gemacht. Und jetzt schauen wir mal, wie viele Punkte ihr bekommen hättet. Hättet ihr die richtige Antwort genommen? Siehst du, Flo, nicht immer nur auf Wissen die machen? 14% ja, wussten das. Ja, das ist ja 73% haben D genommen. Ja. Das ist krass, ne? Boah, jetzt kommen alle gleich blöd. Ey, ich sag, wie es ist. Das ist die erste Ausgabe mit echt schweren Fragen. Aber Peter, wir können zumindest behaupten, wir sind. Nee. Doch, wir sind in den Top 73%. Geil! Beste Gesellschaft. Alter, wenn vierige Punkte, ey. Ja, also keine Punkte für Peter und Christian. Es gab eben eine Umfrage im Chat. Ich glaube, die allermeisten, wenn ich das richtig gesehen habe, es wurde gefragt, welches Team heute Abend gewinnt. Und Team Conspiracy, da haben die meisten drauf gesetzt. Mit Doppel-F. Also Flo und Paul. Die haben sich auch vorbereitet. Also wer ja, das ist einer hat sich vorbereitet. Ach, ja, mit so viel Druck können wir nicht umgehen. Also warum wird Conspiracy eigentlich mit Doppel-F geschrieben? War das der Witz vorhin? Nein, wir haben noch nicht Team Conspiracy. Wir haben doch, was haben wir draus gemacht? Verschwörungsfreunde oder so. Ach mit so, zwei F. Verschwörungsfest mit Doppel-F, was? Verschwörungsfest war mit 2F, genau. So. Team Conspiracy richtig. Mit Doppel-F. Andi, die glauben nur nicht an uns, weil die wissen, wie dumm wir sind. Und also. Ja, die haben da schon mehr Erfahrung mit die euch. Die wissen noch nicht, wie dumm wir sind. Das könnt ihr jetzt aber zeigen oder auch nicht, denn ihr seid jetzt dran. Eure erste Frage und die lautet so. Woran arbeitete die US-amerikanische Hausfrau Henrietta Lacks oder Lacks, wahrscheinlich Lacks, ohne ihr Wissen mit? A. Einem Ackerhaken. Bau des Empire State Buildings, des World Trade Centers und des Burj Khalifa. Oder B. An der Bekämpfung von Polio, Krebs, AIDS und Covid-19. Oder C. An den Weltrekorden von Usain Bolt, Michael Phelps und Serena Williams. Oder D. Am Verkaufserfolg von Kellogg's Cornflakes, Twinkies und Pop-Tarts. Die anderen haben jetzt wieder Zeit, euch einzuschätzen. Und der Chat hat auch 10 Sekunden, um die Antwort einzutippen. Nichts, ne? Genau. A, B, C oder D jetzt in den Chat. Weißt du es, Paul? Kannst du jetzt drücken, sagen. Peter, wir müssen mal nehmen. Ja, Peter. Okay. Und die Zeit ist abgelaufen, ihr habt 4 Minuten Zeit. Also ist ja, jeder kennt Henrietta Lacks, ne? Das ist eine ganz geile. Das ist die einzige, die du nicht richtig aussprechen musst. Ist das deine Tante? Egal, was die richtige Antwort ist, sie ist krass auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, es ist C, weil es ist Nike. Und Nike ist, glaube ich, quasi indirekt, deswegen weiß sie das nicht, mitverantwortlich für die Weltrekordläufe von Usain Bolt. Die Ausrüstung, Michael Phelps passt da nicht rein, das ist mein Problem. Haben die Schwimmklamotten gemacht? Weil Henriette Lacks hat von Nike den Bogen gemalt. Ja, den. Ey, aber der Name, also ich habe tatsächlich... Den Lachsbogen, das wäre jetzt extrem unangenehm, weil ich glaube, ich habe erst vor ich zwei glaube, Wochen... Ich glaube, das ist Nike. Shoe-Dog. Ja, meinst du? Ja, ich würde auf C gehen. Glaubst du nicht, es ist... Also ich habe das gelesen und war auf C. Ist das nicht einfach die Frau, die Werbespots gedreht hat für Kellogg's, für Twinkies und Pop-Tarts und alle finden diese Frau so attraktiv und deswegen sind diese Verkäufe so in die... Hi, ich bin Henrietta Lacks. Und ich esse gar keinen Fisch. Meinst du, aber Kollegs, Kollegs. Nein. Vielleicht war die einfach das Model für diese Haushaltswerbespots, weißt du? Aber dann wüsste sie das doch. Mich irritierte dieses Arbeiten in Anführungsstrichen auch so sehr.
Stimmt, die wissen natürlich, wie die Werbung für Kellogg's Kartoffeln ist. Peter, wissen das, oder was? Aber woran kannst du indirekt mitarbeiten? Woran kannst du arbeiten, ohne dass du es weißt? Also entweder, das ist irgendwie so die Henrietta Lacks. Aber du kannst. Die Henrietta Lacks-Komponente, ja, wo errechnet wird, wie irgendwie ein Gebäude sich. Nee, aber indirekt kannst du doch nur an der Bekämpfung von Poliokrebs, AIDS und Covid-19 mitarbeiten. Weil du alles hast. Nein, die Alte hat Poliokrebs, AIDS und Covid-19. Nein, aber das ist doch so, ständig untersucht, du versuchst irgendwas 0. anderes. Oder was ist denn, wenn aber du kannst wenn ihr Mann Sportartikel zum Beispiel herstellen oder bei einer Gründung einer Marke quasi mitbeteiligt sein und diese Sportartikel tragen die Athleten, die dann Rekorde aufstellen. I don't know. Das wäre mein erster educated guess gewesen. Der Lachshandschuh bei Serena Williams. Aber ich finde die alle, ich glaube nicht, dass die alle von Nike sind. Ich weiß, ich... Okay. Ja. Mich ja auch, Deutscher, du hast es geschafft, mich genug zu verunsichern, dass ich mich von der C wurde wegbewegen. Der Grund ist, ich habe gerade erst die Autobiografie von dem Nike-Gründer durch und ich habe den Namen nicht gehört. Und das ist für mich sowas Irritierendes. Okay. Du hast zum Einschlafen gelesen. Ja, ich hab's auch nur nebenbei. Ich finde halt die Formulierung weird. Ja. Oder hat die irgendeine Petrischale gebaut, in der das quasi alles untersucht wird? Ach, die alte Hausfrau. Aber oder ist das vielleicht einfach ein Lachs? Nee. Das ist der Henrietta-Lachs. Alles, pass auf, Flo, trotzdem, alles ist scheiße, also die wird es nicht gebaut haben, du hast vollkommen recht, die wird nicht geholfen haben und meine Hausfrauentheorie als super Werbemodel, habt ihr auch vollkommen recht, das hätte sie mitgekriegt, also wir gehen einfach mit deinem educated guess und ich bin... Ja, aber ohne das zu wissen kannst du, also das Problem ist, dass du mich so krass zu B gezerrt hast jetzt. Nein, gar nicht. Achtet auf eure vergisst Zeit. Vergiss das. Okay. Wir gehen auf C. Gut. Also, finale Antwort C? Ja. Okay. Na, keine Ahnung. Oh, B wäre es gewesen, schade. Ey, wenn es B ist, dann auch krass. Ich frage mich halt, wie? Also bei allen Sachen würde ich mich fragen, wie? Gibt es die Henrietta Lachs-Komponente? Ja, das halt ist ein Maß. Ich kann mir nur vorstellen, dass sie irgendwie Sportartikel hergestellt hat und die Leute dann irgendwie was damit zu tun haben. Ich hab du entwickelst Ahnung. Halt irgendwas, irgendein Verfahren oder so und es wird halt 30 Jahre später weiterentwickelt. Ja. Aber, oder als Grundlage genommen. Ey, ich schwöre dir, die Frau hatte super Polio, Krebs, AIDS, Covid. Ich schwör's. Ja, weißt du, man kennt das doch auch so von... Man kennt's. Bei ganz vielen früheren Wissenschaftlern war das ja auch so, dass eigentlich die Frau im Hintergrund da hauptverantwortlich war, nur nicht genannt werden konnte. Ja, aber wie ist denn Covid, ist denn nicht so alt? Nee, ist nicht ja, so aber alt. Aber pass auf, deswegen arbeitet, das war nur mein Gedanke, weil sie irgendwie schon früher aus Zufall was entdeckt hat, ist all auf deren Grundbasis all diese Sachen bekämpft werden konnte. Das war so mein Grundgedanke. Aber das war zu weit, weil dann hätte man den Namen auf jeden Fall in den letzten Jahren mal gehört. Okay. Glaube ich. So was wie, Covid nur wegen Frau Lachs besiegt, so was. Genau. Ja, zum Beispiel. Mit der Lachs-Methode, wie bei damals AIDS. Lachs. Abgelachst. Ja. wir schauen erstmal, was die anderen beiden und bei uns haben. Wieder abgelachst. Jawohl, Milliarden gewinnen. Danke. Die anderen beiden sind da geteilter Meinung. Oh. Ram und Sepp sagen, ja, das geben wir nämlich jetzt zurück, das wissen sie nicht. Das ist hier Rache. Ja, das wissen wir schon. Justin Boyle hätte ohne Henrietta Lachs keine Schnitte gehabt, muss ich sagen, ja. Okay, also. Die Kellogg's Cornflakes, Twinkies und Pop-Tarts haben mit deiner Frau gar nichts zu tun. Also schon mal... Okay. Wusste ich von Anfang an. Das ist die Antwort von Ben. Am Bau des Empire State Buildings und so weiter, da war sie auch nicht dran beteiligt. Oh, bleibt noch B und C. Heiß. Ihr habt euch für C entschieden und die richtige Antwort ist tatsächlich B. Oh, it hurts. Ja. Wie kann man denn aus Versehen mitarbeiten an der Heilung von Krankheiten? Ja, du hast halt irgendein Verfahren oder so Krebs, AIDS, Covid. Genau. Es ist irgendwo auch ein bisschen eine tragische Geschichte. Und zwar, das war eine Frau, die ist 1951 gestorben, schon. Und zwar an einem Tumor. Und man hat ihr damals Zellen entnommen.
Und der Arzt hat dann festgestellt, dass das eine potenziell unsterbliche menschliche Zelllinie ist, die man schon ganz, ganz lange in der Wissenschaft gesucht hat, die also nicht nach 30 Teilungen schon abstirbt, sondern potenziell unendlich lange leben kann. Und diese Zellen wurden dann HeLa-Zellen genannt, also Henrietta Lacks HeLa-Zellen. Und deswegen mag ich den Ketchup so gerne. Ja, theoretisch. Der macht mich unsterblich. Und deswegen, es wurden bisher 50 Millionen Tonnen von ihren HeLa-Zellen hergestellt. Also 50 Millionen Was? Tonnen Henrietta Lacks. Das wusste sie nicht, weil die war im Prinzip eine Hausfrau. Lachszellen. Man hat sie auch nie gefragt und auch ihre Angehörigen nie gefragt, ob das für die okay ist. Oh, wow. Aber man hat eben festgestellt, die Zellen sind so gut geeignet, dass man daran eben solche Bekämpfungen gegen solche Krankheiten testet, aber auch Pflaster, auch Kosmetik. Krass. Und jeder, der mal in der Wissenschaft gearbeitet hat, wird schon mal mit HeLa-Zellen in Kontakt gekommen sein. Ja, HeLa-Zellen habe ich tatsächlich auch schon mal gehört, aber ja, das ist krass. Vollkommen krass, Alter. Also das könnte eine neue Storyline für Marvel werden. Ja, krass. Die haben einfach eine unsterbliche Wonder Woman gefunden und man weiß es nicht. Die ist nicht gestorben, die haben die getötet für die Zeit. Ja, glaube ich auch. Wenn die auch ewig an der geforscht wird, wenn wir 50 Millionen Tonnen von der haben, dann können wir, wenn wir weit genug sind, in 50 Jahren mit dem Klon so weit sind, können wir 600 Henrietta Lachsfrauen machen. Ja, wahrscheinlich. Genau. Wir haben genug Material von ihr. Amt dafür. Aber du brauchst ja nur eine, die lebt ja ewig. Ja, oder das? Es ist schon krass. Und man weiß so eine stirbt dann an Krebs, das ist ja voll traurig. Ja, das ist traurig. Vor allem ist traurig, dass man noch nicht mal genau weiß, wo sie begraben ist, weil damals wurde einfach kein Grabstein dahingestellt, weil die haben halt kein Geld. Das hätte die mitgenommen, eiskalt. Also, die zuckt noch, die lebt noch in irgendeinem Bagdad-Tank irgendwo 100 Meter unter der Erde in irgendeinem Bunker, Alter. Ja, und ab und zu siehst du so Luftblasen aufsteigen. Ja, also, es ist schon eine krasse Story, ist natürlich aber ein bisschen schade, dass man sie da nie gefragt hat. Aber in den 50ern hat man sowas nicht gemacht. Ihr habt euch falsch entschieden. Wir gucken aber trotzdem erstmal zwei Punkte für Peter und Christian für das richtige Einschätzen. Damit ist alles wieder ausgeglichen. Ja, gucken wir mal. Alles gut. Fast wart ihr schon hinten drüber gefallen. Aber jetzt hier lernt man ja sogar was. Das bin ich von Peace gar nicht gewöhnt. Die Bagdad-Zellen. Auch die Zuschauerinnen und Zuschauer von Formula Lena. Die Bagdad-Zellen. Die HeLa-Zellen. Ja, wir waren ja bei dem Bagdad-Tank. Weißt du, aus Star Wars. Überschreitet. Ja. Heißt es so, ich bei dir hängen. Bagdad-Zellen. Ja, war ein langer Tag. Ja. Vielen Dank, Lena, Formula Lena, für den Raid. Erstmal. Danke. Ihr seid perfekt gekommen. Liebe Grüße. Grüße. Ja, viele Grüße. Und wir schauen jetzt noch, wie viele Punkte ihr bekommen hättet. Hättet ihr das gewusst? Das ist voll frustrierend. Wie gesagt. Bei uns waren es 14%. Bekommen, das war in 10. Boah, guck mal, das wusste jeder. 37%. Es wären 3 Punkte gewesen, aber die meisten haben sich für D entschieden. Tatsächlich. Ja, gut. Auch hier wieder keine Punkte. Auch wieder keine Punkte. Ja, immer wieder enttäuscht. Yes, yes. Ja. So. Sepp und Ram, seid ihr ready? Ja, bestimmt. Kann nur besser werden. Bisher haben alle reingeschissen, ne? Ja, wissen sie nicht. Dann gucken wir mal. Das ist eure Frage. Weshalb lässt sich an einer analogen Armbanduhr die Lünette, die mit Markierungen von 0 bis 59 beschriftete Umrandung des Ziffernblattes, meist nur gegen den Uhrzeigersinn drehen? Oh Mann. A, damit man in einem Rallye-Auto die Kurven früh genug wahrnimmt, oder B, damit man beim Fliegen nicht in die falsche Himmelsrichtung fliegt, C, damit man beim Tauchen nicht stirbt, oder D, damit man auf einem Schiff die Seezeichen richtig deuten kann. 10 Sekunden für den Chat und für die anderen beiden Teams zum Einschätzen ab jetzt. Was meinst du? Frage hätte ich gern gehabt. Das sind die beiden Uhrenunbegabtesten. Ja, ist egal, wissen die. Bist du dir da sicher? Sepp ist von uns der Urbegabteste. Echt? Eure Zeit? Ja, Sepp ist unser Urbegabteste. Pass auf, Sepp. Die Lünette ist doch das, was man hier so drehen kann, oder? Ja, und richtig. Den einzigen Grund, warum ich kenne, dass das gibt, ist für Taucher. Sonst habe ich das noch nie gehört in einem Zusammenhang. Natürlich kann das sein, dass das falsch ist. Aber ich habe nur gehört, dass man damit irgendwas drehen kann, dass das für Tauchen ist. Und ich habe mich immer gefragt, warum das nicht wasserfeste Uhren haben. und das ist alles, was ich an Wissen dazu zusteuern kann. Deswegen, mit der Info hätte ich jetzt C genommen und mehr kann ich dazu nicht sagen. Okay, also ich kann das, nachdem Bram das gemacht hat, weiß ich auch, was die Lünette ist. Gibt's nicht bei den Uhren, also Uhren kommen ja aus dem Fliegerbereich teilweise auch, dass sie das damals bei den
Also Pilot, es gibt Marken extra mit Fliegern drauf, für Piloten extra Uhren. Deshalb bin ich da ein bisschen angefixt. Aber warum nicht in die falsche Himmelsrichtung fliegt? Also wenn du nur rechts rum, wenn ich rechts rum fliege und dann meine Uhr nachjustiere nach dem Horizont, damit ich immer weiß, wo Norden ist, kann ich mir ja vorstellen. So. Aber da kann ich einfach nur rechts rum lenken. Wenn ich nur rechts rum drehen darf, dann darf ich ja nur rechts rum lenken. Das ist ja voll dumm. Wenn ich mal nach links fliege, dann geht nicht. Finde ich komisch. Und du meinst, beim Tauchen nicht stirbt? Nee, pass auf, beim Tauchen nicht stirbt. Ich wollte nur sagen, beim Tauchen ist das Einzige, wo ich dieses Lünettending jemals gehört habe. Aber ich frage mich halt beim Tauchen. Ich dachte, mein erster Gedanke jetzt darum wäre, okay, du kommst da halt gegen, aber ich könnte in beide Richtungen gegenkommen. In beiden Fällen wird dann halt immer die falsche Zeit drauf angezeigt. Wenn lange ich noch Sauerstoff habe, in beiden Fällen würde ich sterben. Ups. Also beim Tauchen kenne ich das nur, dass du halt an Sauerstoff, beim Auftauchen an Sauerstoff kommt. Ey, pass auf, ich habe eine Frage. Wenn ich die Lünette nur gegen den Uhrzeigersinn drehen kann, sagen wir, ich will damit einstellen, ich habe noch 15 Minuten Sauerstoff, ja? Ja. Dann drehe ich dir 15. Wenn ich die jetzt nur noch gegen den Sauerstoff, einstellen kann, dann ist das Einzige, was passieren kann, dass ich die so verdrehe, dass meine Uhr anzeigt, dass ich zu wenig Sauerstoff habe. Sie kann nie anzeigen, dass ich zu viel Sauerstoff habe. Und dementsprechend würde ich im Worst-Case-Szenario früher hochgehen. Ja. Oder du drehst eine ganze Stunde. Würde zumindest mehr Sinn machen. Also ich drehe halt eine ganze Stunde. Okay. Wir gehen noch kurz die anderen Sachen durch, damit man auf einem Schiff die Seezeichen richtig deuten kann. Hä? Stehen da Schilder oder was? Ja, keine Ahnung. Jetzt in 500 Meter rechts auf den Ozean-Highway oder was geht hier ab? Eine Flagge mit 3 Punkten. Ja, keine Ahnung, in welche Richtung ich da drehen muss, aber ja, weiß nicht. Damit man mit einem Rallye-Auto die Kurven früh genug wahrnimmt. Selbst wenn ich entscheide, du das, ich bin so biased auf Tauchen, ich weiß nicht wieso, ja, weil ich das nicht in meinem Kopf habe, ich damit gehört. Ich bin so voll beim Fliegen, aber für mich erschließt sich das nicht. Das Fliegen nehmen. Dann. Nee, ich weiß aber also, nicht wie. Du kannst halt nicht links rumfliegen, das macht für mich keinen Sinn. Ja, kannst du links rumfliegen, einfach links rum machen. Nee, geht aber nicht, kannst du nicht dagegen die Uhr drehen. Also wenn das immer mein Norden zeigt und ich fliege nach links, dann. Aber wäre das nicht voll klug, wenn die Uhr automatisch nach Norden zeigt? Und ich da nicht immer nachdrehen muss? Weil wenn ich so fliege, da sitze ich ja die ganze Zeit, mach die. Also ich bin auch mal 10, lass 10 nehmen. Ja? Außer bis auf die kürzeste Antwort, das finde ich am besten. Finale Antwort C? Ja. Okay, dann loggen wir C ein, damit man beim Prime stirbt. Ich bin ein Move von Vram, muss ich sagen. Also die anderen beiden Teams trauen euch das zu, dass ihr das wisst. Aber smart hergeleitet. Und wir machen es kurz. Also das mit dem Rallye-Auto ist natürlich Quatsch. Und auch das mit dem Fliegen ist natürlich auch Quatsch. Weil Bram hat das auch schon gut erklärt eben. Das macht gar keinen Sinn. Das mit dem Schiff und den Seezeichen. Das ist auch Quatsch. C ist richtig. Sehr gut. Nice, Bram. Bram, du hast es auch perfekt erklärt. Genau das ist der Grund. Ja? Ja, okay. Genau, ja, das ist ich natürlich. Ja, du kannst eben nur dann zu früh aber auftauchen. Steht ja, nicht aber da steht ja meist, gibt es dann so Selbstmorduhren, wo das dann ausgehebelt ist? Ja, es gibt auch Uhren, wo das nicht so ist, die kannst du in beide Richtungen drehen. Es gibt auch noch sogenannte Tachymeter, glaube ich. Damit kannst du theoretisch sogar Geschwindigkeiten messen, das geht auch. Also, okay. Das geht auch, deswegen habe ich das hier so formuliert. Ja, sehr schön. Weiß. Hat keiner gewusst. Erstmal gibt es Punkte für die anderen. Peter wusste das. Ja, wusstest du das? Ja. Ich habe aber auch eine Taucheruhr, ne? Also von daher. Ja, und Peter taucht doch regelmäßig. Ich von diesen Uhren ich schon besessen habe und einfach damit immer nur im Unterricht gesessen habe und halt gedreht habe und mich nie gefragt habe, wofür das ist. Und das Schlimme ist, dann war das bei mir irgendwann kaputt, weil da ist so eine Metallfeder einmal drumrum und dann ist die rausgesprungen und hat mir fast meine Rippe ausgestochen, weil das halt so in meinen Körper gezeigt hat. Dann ist gestorben ohne Tauchen. Ja, war du tragisch. Zweifel punktiert. Was eine krasse Uhr. Ihr bekommt Punkte und wie viele, das gucken wir jetzt. Wie viele im Chat wussten das? Ja, es wussten viele leider. Kommt 3 wenigstens. Okay, leider ist das Common Knowledge. Naja. Ach genau, 50%. Das heißt, mit der richtigen Antwort haben wir jetzt dieselbe Punkte wie der Rest bekommen. Das ist korrekt. Ja. Aber Bram, alles ausgeglichen nach der Ex-Runde. Unser Feeling ist besser. Ja. Wir starten von vorne.
Ja, das war die erste Runde. Und wir gehen direkt in die zweite Runde. Jeder kriegt ja 5 Fragen, jedes Team. Ah, das wissen die nicht. Mal gucken, was das ist. So, Peter und Christian, Achtung, eure zweite Frage kommt jetzt. Durch welche fehlgeschlagene Aktion hätte Apollo 12 die zweite Mondlandung die Raumfahrtverschwörungsmythen stark angeheizt? Das ist ein Schreibfehler. Ja, ist egal jetzt. Die NASA wollte eine der aufgedruckten US-Flaggen auf der Außenseite der Rakete durch eine sowjetische Flagge ersetzen. Oder B, Astronaut Richard Gordon wollte sich nach der Landung auf der Erde in der Kommandokapsel verstecken. C, die Astronauten Pete Conrad und Alan Bean wollten ein gemeinsames Bild auf dem Mond machen. Oder D, Ingenieure wollten eine Toilette in die Mondlandefähre einbauen. Die anderen beiden Teams können euch jetzt einschätzen und der Chat gibt die Antwort ab, A, B, C oder D jetzt in den Chat. Das ist ja wirklich Common Knowledge. Wissen die das, Flo? Ich glaube irgendwie schon. Ja, jetzt kommt Chris gleich wieder mit so einer krassen Erklärung um die Ecke. Ja, und das ist sie falsch. Sehr gut. Ich verstehe die Frage noch nicht mal so richtig. Durch welche fehlgeschlagene Aktion hätte Apollo 12 die zweite Mondlandung? Wieso ist das? Das ist die zweite Mondlandung. Also C und D sind für mich keine Verschwörungsmythen doch dann, oder? Also, das finde ich weird. Was ist das denn für ein... Wie heizt man Verschwörungsmythen an, wenn da eine Toilette drin wäre? Naja, pass auf, Pete Conrad und Alan Bean waren beide leider nicht auf derselben Apollo-Mission unterwegs und trotzdem gab es ein Bild mit denen, weißt du, wo die beide Das wäre natürlich ein Grund. Ach, Toilette wäre vielleicht auch ein Grund. Wenn das so eine klassische Toilette wäre, würde das ja keinen Sinn ergeben, wenn die da... die haben ja... Ja. Die fliegen ja. Also, was ich nicht verstehe mit der Frage ist, durch welche fehlgeschlagene Aktion, also es ist ja fehlgeschlagen, hätte Apollo 12 die Verschwörungsmythen angeheizt, wenn du ein gemeinsames Bild machen möchtest, und das geht nicht, weil alle ja dran waren, oh, das ist die erste Mondlandung ist im Studio entstanden, dann hätte ja die fehlgeschlagene Aktion das angeheizt, aber... Nee, die Sache war ja bei denen zum Beispiel, also wie all diese Geschichten, die sind Paul, ja... Paul erzählt jetzt wieder 15 Minuten irgendeine Geschichte. Natürlich muss ja eure Zeit klauen. Also, weil man damals noch keine Fotografie machen konnte und deswegen wäre das dann deswegen Verschwörungsmythen irgendwie? Gab's nicht irgendwie? Keine Ahnung. Nee, weil die kein Foto gemacht haben, aber alle haben gefordert, dass sie ein Foto machen. Genau, das ist ja fehlgeschlagen und hätten die dann... Also, aber hätten ich finde die Frage gemacht? Echt komisch gestellt, also... Hätten die es gemacht, wären die Mythen angeheizt worden. Hätten die eine Toilette eingebaut, wäre es geworden. Hätten die das gemacht, Foto gemacht, wäre es angeheizt worden. Genau, das macht ja keinen Sinn, weil eigentlich so. Macht es nur Sinn, wenn es nicht gegangen wäre, also wenn das mit dem Foto nicht geklappt hätte, dann hätten die angeheizt. Genau, wenn man den Astronauten nicht gefunden hätte, dann wäre vielleicht Verschwörung. Auch so an. Und wenn man was hochschießt, was zwei unterschiedliche Flaggen hat, ich weiß nicht, in welchem Jahr das war, aber da war wahrscheinlich Kalter Krieg, nehme ich jetzt mal stark an. Das wäre dann auch verwirrend gewesen. Aber ich würde trotzdem A nehmen. Ja, mit der Toilette. Weil das klingt für mich so, als hätten die, also das kann eigentlich nicht, aber es gab da bestimmt, also im Kalten Krieg hat ja US und Sowjetunion, die haben ja die ganze Zeit mega Stress gemacht und wollten diesen Race, die wollten als Erster im All und dieses und jenes. Also USA und Sowjetunion finde ich halt sehr offensichtlich, leider. Vielleicht war das irgend so ein Spionage-Ding oder so. Okay, die, mal angenommen, die landen auf dem Mond, ja, und Richard denkt sich, hey, ich verstecke mich in der Kapsel. Verschwörungsmythos. Ja, so, ich aber ein zweites Mal mit, lol. Wir haben schon die am schwierigsten gestellten Fragen auf jeden Fall. Ja, finde ich auch. Also, am Anfang auch mit der Verneinung und jetzt das, ich vote aber A. Aber du votest A, ich habe dich eben reingeritten, wir nehmen A. Komm, dann reite ich dich jetzt rein. Das ist okay. Ich bin, der große Ritt. Ich bin ein bisschen überfordert, muss ich sagen, mit der Frage und Andi würde uns das hoffentlich krass, gleich erklären. Ich finde krass, selbst Linguistik-Experte Peter Smith kann die Frage nicht hören. Doch, ich habe die hoffentlich richtig verstanden, hoffentlich. Also, ihr nehmt A, ja? Habe ich das richtig verstanden? Das ist korrekt. Ja. Okay, dann logge ich das ein. Ihr seid für die Flagge. Die anderen beiden sagen, dass ihr das wisst. Ja, also, jetzt würde ich meine Meinung gerne ändern. Ja, ich hätte B genommen, mal ganz wahrscheinlich. Ja. Das heißt, die anderen wissen es. Also, wir sind im Jahr... Nee, aber ich glaube, A, was soll dabei schief gehen? Wir wollten eigentlich noch eine russische Flagge drauf machen. Ja, und aber das haben wir haben es vergessen. Nee, kurz vor knapp wurde es dann doch verboten oder so. Nee, bei der Landung ist die Flagge abgefallen.
Oder die haben da auch immer eine chinesische Flagge drauf gemalt oder so. Und dann ist er einfach abgefallen durch den Atmosphäreneintritt. Vor allen Dingen fehlgeschlagene Aktion klingt für mich auch so nach irgendwie Rebellen oder Protestler oder so und nicht, da macht jemand Offizielles vom Staat. Ja, vielleicht ist ja doch richtig. Also, ne, die Frage ist so gemeint, es wurde was geplant, was aber am Ende nicht gemacht wurde. Aber wenn das gemacht worden wäre, dann wären so die Raumfahrt-Verschwörungsmythen ganz schön angeheizt worden. So haben wir es ja auch verstanden. Ja. Das ist sehr gut. Wir sind im Jahr 1989 mit Apollo 12, also das war kurz nach Apollo 11. Und man muss dazu wissen, das ist ja immer, es gab immer drei Astronauten, die habt ihr hier auch schon kennengelernt, Pete Conrad, Alan Bean und Richard Gordon, die sind auf den Mond geflogen, allerdings ist immer einer im Mondorbit geblieben, das war der arme Dritte, musste oben bleiben und nur zwei sind auf dem Mond gelandet. Ne, das war bei allen Apollo-Missionen so. Ja. Und die Astronauten hatten vorne auf der Brust eine Hasselblad-Kamera fest montiert, mit dem sie Fotos machen konnten. Das Problem war aber nur, die konnte man ja gar nicht abnehmen. Und deswegen existieren nur Fotos von einem einzelnen Astronauten auf der Mondoberfläche, weil die sich immer nur gegenseitig fotografieren konnten. Zwei wäre dabei gewesen. Jetzt war aber deren Plan, dass sie eine dieser Kameras abnehmen, dann haben sie zwar nicht mehr auslösen können, aber sie haben extra einen Auslöser mitgenommen, also so einen Fernauslöser, den haben sie mit reingeschmuggelt, das wusste die NASA nicht, und wollten die an der Mondlandefähre... Wo, im Arsch oder wo? Also ich meine ganz ehrlich, ja, was ist das? Also Raumschiff ist ja schon groß. So mit in den Weltraum. Also, gibt es da keine Kontrolle? Wenn ich das richtig vom Astronautentraining mitgenommen habe, dann darfst du wie beim Flughafen so einen Kulturbeutel mitnehmen. Genau so ein kleines Ding. Mehr darfst du nicht mitnehmen. Und da haben die den Auslöser drin versteckt. Sachen nicht mitnehmen können, nämlich einen Selbstauslöser mit. Klar, weil ich wäre damals ein Selfie vom Mond gewesen. Ja, for the Lolz, Alter. Ja, genau. Sie wollten dann die Kamera an der Mondlandefähre befestigen, das Ding da drauf packen und dann sich so nebeneinander stellen und ein Foto machen. Geil. Und dann hätten sich alle gefragt, Moment mal, aber wer hat dann das Foto gemacht? Das wollten sie niemandem erzählen. Das Problem war nur, dass sie diesen Auslöser nicht mehr gefunden haben, weil der war unter dem ganzen Mondgestein verschollen. Das kann doch nicht sein. Ich habe so das Gefühl, dass A falsch ist. Ich glaube, das ist C. Und deswegen ist C korrekt. Oh Mann. Oh Mann. Belastend. Ich hab nicht mehr gefunden. Weißt du, die haben, also im Endeffekt, also du, das sind Astronauten, ja, eine, also mit die fähigsten Menschen, die du da hochschicken kannst, und die verlieren den Auslöser. Aber ich möchte dich mal kurz in Schutz nehmen. Ich habe ja auch so einen Astronautenanzug angehabt, ne? Und die Handschuhe, das ist einfach Größe XXXXL, was das an Handschuhen ist. Und die sind so, du hast kein Gefühl, die sind so riesig und fett. Wenn du so einen Mini-Auslöser hast, fällt ja einfach runter. Also ich will jetzt auch echt nicht zu nahe treten, aber du hast auch keine langjährige Astronauten-Erfahrung. Aber fast. Oder? Also, wer weiß. Ich will dir trotzdem nur einen Schutz geben. Ja. Besser ist. Die können sich nämlich aber das wäre halt schon eine lustige, also die müssen da ja auch Reparaturarbeiten und all so Kram machen. Wenn ja, aber die haben immer so einen fetten Schraubschlüssel, also wenn die da in ihren kleinen Kulturbeutel nur so einen kleinen Mini-Apparat-Knöpfchen haben dürfen, weißt du? Ja. Ja, sie haben es auf jeden Fall verkackt. Es gibt hier keine Punkte für nirgendwen. Ja. Ne? Ihr habt sie falsch eingeschätzt. Bitter. Und Peter und Christian bekommen auch keine Punkte, aber wir gucken trotzdem mal, wie viele es gewesen wären, hättet ihr C gesagt. Weiß jeder. 27% wussten, das wären 3 Punkte gewesen. Aber die meisten waren für D. Na, guck mal. Sie ist mal ein bisschen ausgeglichener, so im Schnitt von den Fragen her. Also, ja, ist tricky, aber gut. Coole Fragen mit coolen Fun Facts. Ich habe nicht nur ich habe das persönlich kategorisch so ausgeschlossen, weil ich nicht wusste, wie man ein Foto macht im Weltall ohne Atmosphäre. Von der ersten Mondlandung auch ein Foto? Ja, da gab es sogar eine Videoübertragung. Da gab es das doch. Das wurde sogar live gestreamt, aber halt nicht auf Twitch, sondern zum Fernsehen. Auf GK damals, ging richtig steil. Guten 60er, danach hat das alles wieder ein bisschen abgebaut. Mit OLED im Hintergrund und so, das war krank, ey. Hat die NASA richtig gegönnt. Alles im Studio. Ja, hier NASA, ich brauch mal Glasfaser, mach mal. Wir kommen zur zweiten Frage für Flo und Paul. Da sehe ich uns. Ja, jetzt wissen wir es. Achtung, das ist die Frage. Achtung. Welche dieser Sportarten wurde bei Olympischen Sommerspielen der Neuzeit, also ab 1896, tatsächlich durchgeführt? Welche gab es wirklich? A. Das Einfangen eines ausgewachsenen Alligators in einem sumpfartigen Wasserbecken. Das ist der Schnupf. Super.
Oder B, ein Duell mit echten Pistolen, bei dem zwei Athleten im Abstand von 20 Metern aufeinander schießen. Das finde ich mega geil. Klingt realistisch. Oder C, das Lösen von Rätselfragen, während laufende Musik gespielt wird. Mein Gott. D, 100 Meter Lauf. Ein Nein. Wettbewerb, bei dem man möglichst lange auf einem Holzpfahl sitzen muss. Eine dieser vier gab es wirklich, die anderen drei sind ausgedacht. Die anderen Teams schätzen euch ein und der Chat hat 10 Sekunden Zeit, um einzutippen. A, B, C oder D. Das mit dem Holzpfahl, Digga, das hat... Warte. Noch nichts sagen. So, jetzt noch das. Das mit dem Holzpfahl, Digga, das haben wir im Jules-Video zum Thema Shitposten auf jeden Fall gesehen. Da ging's, weißt du noch, die ersten Trolle und so, das ja, Ding? Das haben aber wir auch gesehen, Holzpfahl macht Video. Auch keinen Sinn, das könnte viel zu lange dauern. Das ist einfach pass, so. Pass auf. Weil, ja. Also, 1896. Hast du? Ja, ja ich hab einen Guess. Okay, ich auch. Damit lag ich ja schon extrem gut bei der ersten Frage. Wie werden, wenn du deinen zuerst äußerst? Ich bin für B. Ich auch. Weißt du, warum? Ich bin der Kugel, da würde ich ein Stadion gehen. Weil du die Stärke von so einer Kugel, wie die den Gegner trifft, die kannst du ja mehr oder minder einstellen. Weißt du? 1896? Ja, nimmst du viel Schießpulver und eine schwere Kugel, macht's dolle Bumm und wahrscheinlich ist er tot. Nimmst du eine leichte Kugel und weniger Schießpulver, macht's nicht so dolle Bumm und wahrscheinlich ist er nicht tot. Also die Frage ist, wie wichtig... Abgereicht mit Olympia. Wie wichtig ab waren Menschenleben damals? Weil wenn du jetzt sagst, pass auf dem Holzpfahl sitzen, das dauert ewig, das ja. ist langweilig. Und A und B können die Teilnehmenden potenziell sterben. Ja. Ist schon mal gut für Zuschauerbindung. Ist gut für Zuschauerbindung, ist richtig. Macht so ein bisschen was von Kolosseum. Ja. Aber das Lösen von Rätselfragen, während laute Musik gespielt wird, ist einfach so. Schach war doch auch mal olympische Disziplin, oder? Ist das relevant, dass es die Sommerspiele sind, fällt mir gerade auf. Nee. Ja, macht's, weil die waren draußen und da hat der Schießpulvergestank nicht so gestört. Absolut sinnvoll. Okay, du ganz willst... Ganz klar. Ey, ich will B. Ja, ich ist okay. Ich will, dass komm. Die aufeinander geschossen haben, 1896. Ja, das... Ey, ich finde das voll gut. Mit einer Sniper Rifle. Ich will auch, dass das bei den Enhanced Games, die jetzt geplant werden, wo die alle auf Drogen und voll mit Steroiden gepumpt das machen dürfen, will ich das auch wieder haben. Ich will einfach, dass die wieder aufeinander schießen. Aber theoretisch könnte es natürlich sein, weil die haben dann vielleicht einfach Schutzwesten getragen oder so. Das war 1896. Konntest du denn da nicht noch Menschen kaufen, die sowas gemacht haben? Du kannst dir heute Menschen kaufen. Ja, siehste. So, cool. So. Kannst du gleich mal einen Link schicken? Da kannst du noch sehen, was du noch nicht gekauft hast. Random ja, ja. Warenkorb. Ich war bei der International Justice Mission und habe erfahren, dass im Schnitt weltweit ein Menschenleben $80 wert ist. Echt? Das ist. Mit 80 ist der gut bezahlt. Ja, ja komm, lass uns. Wir lachen hier aus unserer privilegierten. Komm, lass uns B nehmen. Lass wir hatten es beide als Bauchgefühl und Bauchgefühl selbst, ist gut. Selbst wenn nicht, wenn es B nicht gab, muss es B geben. Punkt. Ja. Okay, dann wir schreiben die B Geschichte neu. Für euch ein. Es muss einfach B geben. Zukünftig also für A und B wäre ich auch live ins Stadion gegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Beides würde ich sehen wollen. Ich glaube ich nämlich auch. Ich finde A noch ein Ticken interessanter sogar. Ja, A ist regional. Zu Florida Man, Alter. Ja. Das stimmt, bei A musst du nur in die USA fahren. Ja. Oder Australien. Also erstmal die anderen beiden Teams, die sind sich da ziemlich sicher, dass ihr das wisst. Klar. Ja, und D ist echt langweilig, aber auch, muss man sagen, wenn es D ist. Und Digga, wir gehen jetzt nach der Runde alle mit 6 Punkten raus. Geil. Ja, ja. Also, den Holzpfahl, den Wettbewerb auf einem Holzpfahl zu sitzen, den gab es wirklich. Und zwar, wenn es mich nicht täuscht, im Heidepark. Da konnte Im Heidepark war das? Ja, da konnte man Leute beobachten, die da auf Holzpfählen sitzen. Richtig. Aber das war nie olympisch. Das Lösen von Rätselfragen war auch nie olympisch. Sehr gut. Okay, es sind A. Es sind nur noch die interessanten Sachen. Ja, also A oder B ist richtig. Peter, was ist denn da passiert? Da ist Karton mit der Hunde, es geht wieder los. Wieder Peter geht wieder mit seinen Sachen um, ey. Oh. Wie in Osnabrück damals, ich spür's. Aber Mann, Peter.
Da taucht er einfach so aus dem Karton drin auf. Der springt einfach so nach oben und taucht dann so zwischen den Kartons auf und springt so hoch. Überraschung. Ich lese es schnell auf, bevor Peter. Ah, guck mal, da ist Peter wieder. Peter. Ja. Er hört auch nichts. Peter! Okay, er hört uns wieder. Was war da? Peter, was denn? Was hattest du Aggression? Wie liest du mit deinen Sachen wieder hoch? Ich habe nur einen Pappkarton durch die Gegend geworfen. Ja, ja. Meine Frau ist da drüber gefallen. Da sind die Seiten drin, die ich unterschreiben muss morgen für unser Buch. Also nicht in dem Karton, die habe ich schon ausgepackt. Der Karton ist leer. Warte, ich verstehe gar nicht, warum der Karton kaputt gegangen ist. Okay, also A oder B ist richtig. Und so nämlich. Tatsächlich bei Olympia durchgeführt wurde das Duell mit echten Pistolen. Yes! Jawohl! Ja. Yes! Das wusste niemand von euch im Chat. Haben die einfach Minikugeln genommen oder haben die da jeweils, okay, du wirst heute erschossen? nee, so weit sind sie nicht gegangen. Also man hat sich eine Schutzkleidung angezogen, die relativ dick war, und man hat mit Projektilen aus Wachs geschossen. Das reicht. Ach, die dann scheinbar auch etwas abdämpfen, aber muss trotzdem ganz kurz wehgetan haben. Eine Erklärung wie bei John Wick. Scheiße. Ja, also ich finde das auch, das sollte man mal wieder einführen. Klingt Gibt lustig. Gibt es denn sowas überhaupt noch, also weil da müssen sich ja Leute für qualifizieren auch. Das heißt, es muss irgendwie herausgefunden werden, wer der schnellste ist, mit den Pistolen andere Leute wegzuschießen. Das ist voll cool. Ja, ja, so Billy the Kid Style. So genau wie das dann ausgewertet wurde, weiß ich auch nicht. Aber ja, das hat man mal ausprobiert zumindest. Das wusstet ihr. Die anderen haben dafür Punkte bekommen, weil sie euch richtig eingeschätzt haben. Aber ihr bekommt auch Punkte. Und zwar so viele. Wann ist denn das wieder abgeschafft? Was? 17! Oh. Ja, 4 Punkte. Krass. 4 Punkte. Yes. Oh, alle kannten den Holzpfahl. Aber da steht ja, also was heißt denn ab 1896? Wann ist denn das wieder abgeschafft worden? 1896. Also man hat ja auch. Weil die hat nämlich dann, ist denen aufgefallen, die haben für das darauffolgende Jahr kein Team mehr. Ja. Sind die Augen gegangen. Relativ dicke Schutzkleidung. Das war eine leichte Wachsbisskugel. Also, ich muss dazu sagen, ihr habt die Frage, glaube ich, etwas falsch interpretiert. Die Olympischen Sommerspiele der Neuzeit gab es ab 1896. Die gibt es ja heute auch immer noch. Das heißt, es war nicht im Jahr 1896, sondern ich glaube im Jahr 1904 hat man das mal ausprobiert. Aber danach dann auch nicht mehr. Mal ausprobiert. Wieso? Kannst du mir nicht erzählen, dass das nicht gut ankam? Die Fragen sind heute schwierig. Finde ich gut. Schwierig, okay. Ja, also zu verstehen, weißt du, haben wir jetzt gerade wieder Leute die Frage falsch verstanden. An euch liegen. Aber ihr habt, also Flo und Paar haben das ja richtig beantwortet. 8 Punkte jetzt. Haben wir auch stark, muss man Early Bean an der Stelle. Ja, dritte Platz ist gerade auf dem Weg ins Krankenhaus. Leider nicht im Halbfinale teilnehmen. Stell dir mal vor, der wurde dann einfach so auf dieses Tribüne so draufgelegt. Der sitzt einfach nur so lethargisch. Der ist angetreten. Ja, der wacht noch auf. Wirklich? Oh Mann. Wir kommen zur Frage von Sepp und Bram, der zweiten Frage. Ja, die wissen wir. Und eure Frage lautet, okay. Ja. Welcher Tätigkeit ging Tarare, ein 1772 bei Lyon geborener Mann, wegen seiner ungewöhnlichen Essfähigkeiten nach? A. Er war Bestatter auf dem Père Lachaise oder wie auch immer, dem größten Lachs. Friedhof. Achso, nee, doch nicht. Von Paris. Geht um Lachs. Oder B. Er war ein Spion während der Französischen Revolution. Oder C. Er war eine Ein-Mann-Band in den Straßen von Bordeaux. Oder D. Er war Priester in der Kathedrale Notre-Dame de Rheims? Ich bin kein Franzose. Reims. Das war eine andere Notre Dame, da haben wir mal gereimt. Achso, okay. Danke für die Erklärung. Die anderen beiden Teams haben Zeit, euch einzuschätzen, und der Chat 10 Sekunden. A, B, C oder D. Jetzt eintippen. Was sagst du? Klick du, ich will nicht. Digga, mach Statistik. Ich habe sofort eine richtig fette Frage an dich. Okay. Bevor du mal sagst, ich habe eine Frage. A. Ja, der ist wegen seiner ungewöhnlichen Essfähigkeit. Aber der war Bestatter? Was hat der gemacht? Die Leichen gefressen? Ja, der hat die Maden alle aus den Leichen gesnackt. Also, der hat die Maden gefressen, damit die Leichen halt bei der Totengebärung nicht so ganz so schlimm aussehen. Boah, Digga, Alter, okay, das ist natürlich erstmal deep und könnte richtig sein. Bei der Totengebärung. Aber wie langweilig ist denn bitte Spion während der Französischen Revolution? Das war ein Engländer, der die französische Küche überlebt hat, oder was? Außerdem ist er doch auch in Lyon geboren.
Achso, nee, das ist ein Franzose. Paul, ja, ich schreib dir mal kurz einen Guest, den ich habe. Bei der französischen Revolution sind schon Franzosen gegen Franzosen gewesen. Ja. Ja. Das war die Engländer. Die High gegen die Low war da. Aber was? Messer oder Engländer? Zwischendurch ist da bestimmt mal ein Engländer reingerutscht. Was hat der Magen? Der war halt einfach da und wurde mitgekriegt. Aber ein Mann-Band in den Straßen von Bordeaux hat er so geil Kohl die ganze Zeit gesnackt, dass er schon wieder biased konnte. Auf A, nachdem du erzählt hast mit den Maden, ich find die Geschichte so gut, dass er die quasi fresh gehalten hat, damit die noch aufgebahrt werden konnten. Und er hat die Maden so weggesnackt. Aber ja. Hey. Also die Ein-Mann-Band, also der pupst sich einfach, wie es ihm gefällt, und Priester in der Kathedrale von Notre Dame. Ja, was ist das? Also, das ist ja ultra lame. Das ist so lame einfach nur. Ja. Also, was für eine Essfähigkeit brauche ich, um Priester zu werden? Ich kann so viel Leib Jesu fressen, ohne dass mir schlecht wird, oder? Den Weihrauch weggefressen. Okay. Denkt ihr habt auch Joker, ne? Ja, aber gehen wir ganz kurz durch. Ja, okay, gehen wir davon wirklich aus, Priester könnte valid sein. Was könnte man denn essen? Also, was könnte sein, wofür man eine Essfähigkeit braucht? Kinder. Ja. Also. Für Kerzenwachs, weißt die du. Die dürfen doch auch nicht viel essen. Die haben doch auch nix. Und. Also. Auch eine Ein-Mann-Band? Warum sollte man da viel essen? Ja, weil der viel pupsen kann. Der kann mit seinem Arsch und mit seinem Mund Musik machen. Ja, aber was ist die ungewöhnliche Essfähigkeit? Was konnte der ungewöhnliches essen? Ja, ganz viel Kohl, und davon hat der übelst krass gepupst. Und damit hat er Musik gemacht. Ja, aber das kann auch jeder ganz viel Kohl essen. Ja, aber der kann seinen Anus so steuern, dass er damit Musik macht. Ja, aber da steht ungewöhnliche Essfähigkeit, nicht ungewöhnliche Anussteuerfähigkeit. Ja. Okay. Was ist denn gewöhnlich? Aber aus Bordeaux kommt ganz viel Wein. Ja. Aber eine Ein-Mann-Band? Was soll das? Dann hat er da Musik gespielt und hat Wein gesoffen. Okay, auch ja, Wein kann man auch nicht essen. Ich bin für A, Sepp, und deine Maden-Theorie finde ich so toll, einfach nur. Was denn widerlich? Also Spion, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ja. Ja, ich finde A auch super. Komm, das A super nehmen. Wir die nehmen anderen A. Haben eh gesagt, wir wissen A das. A ist und mega widerlich, deswegen nehmen wir es. Das ist richtig gut. Okay, dann logge ich A ein, dass er Bestatter war. Okay, also die anderen beiden Teams sind jetzt ausnahmsweise mal nicht der gleichen Meinung. Oh. Peter und Christian sagen, dass ihr das wisst. Oh, danke, Peter. Und Paul, dass ihr das wisst. Ja, ich glaube an euch beide. Das ist auch wichtig für euch, weil wenn wir das jetzt wissen, dann habt ihr wieder mit dem Kreuz nachgezogen. So, ja, aber wussten wenn wir ja dann die eigentlich die eingeloggt haben. Dann entfernen wir uns Kilometer. Kilometer, zwei Punkte. Also der Priester in der Kathedrale, das war Tarar auf jeden Fall nicht. Ja, super langweilig. Ja. Das wäre langweilig. Und auch die besonderen Anusfähigkeiten, weiß ich nicht, ob er das hatte, aber es hat zumindest nicht für die Ein-Mann-Band gereicht. Also aber Spion ist auch langweilig, Bram. A oder B ist also richtig. Nein, Spion ist voll öde. Nein, also Spion ist krass, weil Spion ist nämlich educated guess auch von Flo. Natürlich hat er Gifte überstanden. Und deswegen konnte der super krasser Spion sein. Okay, aber oder er könnte die Maden von Leichen gegessen haben, was ja wohl viel cooler ist. mein Guess war, der hat sich quasi absichtlich vergiften lassen, um so Doppelspione zu überführen. Weil der wäre auch gut. Spion total dumm, das wäre auch gut. Wenn du total bekannt bist, also der scheint ja auch noch ein Künstlernamen zu sein. Der hat ja keinen Vornamen. Ist Tarar, ist das der Vorname oder der Nachname? Das ist so sein Kosename gewesen, weil der hat immer so, ich bin tot vergiftet, und die anderen so, haha, wir haben ihn vergiftet. Und dann ist er aufgetaucht und hat so, Tarare! Was die Franzosen halt so machen, ich hab keinen Plan, Alter. Klingt richtig. Ja, just Franzosen. Just for the French fun. Tarare! Finde ich ja mega gut. Scheiße, das wäre jetzt gewesen. Ein paar Tarare. Die richtige Antwort ist tatsächlich B. Yes. Er war Spion während der französischen Revolution. Flo und Paul kriegen dafür 2 Punkte, weil sie euch richtig, richtig eingeschätzt haben, dass er gut ist. Wie setzt man seine Essfähigkeiten als Spion ein? Das mit dem Vergiften finde ich ganz gut, Flo, muss ich ja ehrlich sagen. Also, ja, aber das ist ja keine Essfähigkeit. Dann natürlich der Magen.
Der konnte wirklich sehr, sehr gut ganz viel essen. Man sagt ihm nach, dass er sogar Uhren gegessen hat. Also manche Leute haben einfach vor der Zeit gelebt. Und meinst du, was der für einen YouTube-Kanal hätte? Ja, das stimmt allerdings. Also der konnte auch ganz viel, für so mehrere Leute konnte der das einfach direkt wegessen. Und man sagt ihm sogar nach, dass er lebende Hunde gegessen hat. Aber ob das so stimmt, weiß ich nicht. Oh. Auf jeden Fall hat man dann irgendwann gemerkt, ja, der kann ja gut essen. Und man hat ihm dann zum Beispiel mal ein kleines Kästchen mit einer Botschaft verschlucken lassen, weil er konnte das, warum auch immer, auch wieder im Ganzen ausscheiden. Also war das nicht so, der war einer der ersten lebenden hier Pots, wie die Drogen machen. Hä? So macht das bei einer der ersten. Sozusagen, genau. Aber wenn du so ein, mal angenommen, du kriegst so ein kleines metallisches Zäpfchen, was du so aufdrehen kannst, da kannst du einen Zettel reinmachen. Was macht denn mein Körper damit? Nee, nicht Zäpfchen, ja auch nicht Christian, Essen. Komm. Ja, also natürlich, aber so von der Form. Was macht mein Körper, würde ja auch nicht hingehen. Ja, alles klar, da machen wir jetzt aber ein der Unterschied, mehr Fett von. Aber der Unterschied ist halt, du halt kannst so ein Ding machen und der konnte so ein Werkzeugkasten machen. Oder so ein Ding. Alter, wenn ich da rein sehe, ist schlecht. Boy. Also es war wirklich von einem kleinen Kästchen auch die Rede. Ne? Also Alter. So ein kleines so ein Zäpfchen war es nicht. Und diese Botschaft sollte er dann an einen französischen wie wird das wieder ausgesprochen? Colonel, wie auch immer. Ich bin wirklich nicht gut im Aussprechen. Und der war nämlich gefangen genommen worden und an den sollte er so eine Botschaft übermitteln. Und dafür hat man den eingesetzt in der Französischen. Cool, und dann hat er einfach vor den Colonel geschissen. Ich habe eine Nachricht für Sie. Wie ist das denn? Kann kurz dauern. Bitte gucken Sie kurz weg. Ja, that's live. Kann sonst so nicht was. Andi, ich habe noch mal ganz kurze Frage, ja? Ja, ja. Also auch wenn du ganz kalt, wenn du so im Kühlschrank, in der Kühltruhe, ja? Mhm. Dann ist ja schon mal, wenn die sehr lange, dann muss die abgetaut werden. Wie nennst du das, was da so im Hintergrund dann ist? Wie würdest du das nennen? Wie im Hintergrund? Ja, wenn so, oder wenn es morgens ganz kalt ist und dann ist auf dem, dann hat es quasi... Raureif. Ja, genau, aber nicht so, sondern auf dem Auto ist dann... Ja, genau, aber wenn es jetzt nicht ist, ist es halt nicht gefroren, was? Sondern es ist. Wie würdest du das direkt als Nomen? Frost? Ah, okay, das ist Frost bei dir, ja. Okay. Ja, das ist vielleicht auch Frost. Frost oder ja, was? Das ist das vielleicht Frost. Ich bin doch kein Idiot, fragen. Ja, okay, ich wollte nur mal nachfragen. Wow. Das Thema mit den Röststoffen hat echt Wunden bei euch hinterlassen. Ja. Ja, wow. Ich bin wirklich auf alles vorbereitet. Röstis? Was ist meine Röstplatte denn, Andi? Was? Ja, was denn? Das ist gut, ey. Rösti, was man so? Ich nenne das so. Okay, also, es gibt keine Punkte. Andi ist unser euch. Schweizer, ja, mate. Vor allem, macht sich nicht lustig über Leute, die Sachen nicht gut aussprechen können. Sepp und Prime, wir bekommen keine Punkte, zum Glück. Aber wir gucken trotzdem mal, wie viele euch am Gang sind. Ja, du provozierst es aber auch, Bram. Ja, ich weiß, immer wieder. Ja. Ich kann auch nicht mehr aufhören. Boah, das ist ja jeder. 46%. Wow. Alter, ich möchte mal ganz kurz sagen, wir kriegen zweimal haben wir die Frage bekommen, weil die nur zwei Punkte vergibt. Ja. Und einmal habt ihr sie nicht mehr beantwortet. Wow. Na, immer habt ihr genauso viele Punkte wie wir. Traurigerweise. So, Paul führen mit 10 Punkten vor Sepp und Brandon und Peter und Christian. Jetzt mit 6. So. Das war die zweite Runde und wir haben jetzt was Kleines zu zeigen bei uns im Stream und zwar, das Jahr hat ja okay, begonnen. Ich zieh mal kurz auf. Achso. Das ist alleine. Aber das ist gar nicht so klein. Mit den großen Dingern können wir nicht umgehen hier, Chris. Wir haben was Kleines zu zeigen und zwar, das Jahr hat ja gerade erst begonnen, aber wir haben ja noch einiges, was so live stattfinden wird. Oh ja. Zumindest bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Wir können schon mal ein bisschen was anteasern, ich glaube bis zum Juli. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt jetzt dran. Das ist unsere Livestream-Roadmap für das erste Halbjahr. Das ist jetzt Phase 4. Wie bei Alter, jetzt geht los.
Yes. Nice. Das war aber cool. Länger als bis zu... Ja. Das sind schon krass. Das war ja das ganze Jahr, das 2023 war natürlich ein Tipper. Ach so, war einmal ein Tipper 2023? Echt? Einmal, bei Battle of the Leaders stand das, glaube ich. Ah, wir wissen ja, welches Jahr wir haben. Und das war auch noch nicht alles. Also es gibt auch noch ein paar andere Sachen, die wir natürlich machen. Ja. Die werden dann nebenbei wieder von mir geleakt. 87% wissen, welches Jahr wir haben. Dafür gibt es leider nur einen. Ja, Dennis, du musst da aber auch aufpassen. Ne? Die Leute spielen einen so gegeneinander aus, weil wir hatten das letztens im Stream, da haben die Leute behauptet, ja, nee, Back to School 2, das hat Dennis alles schon erzählt und angekündigt und dann habe ich das Datum gesagt und dann kam heraus, aber das kam, war noch gar nicht. Hey, smart. Guck dir mal an. Tja. Ja, also wisst ihr Bescheid, könnt ihr euch im Kalender notieren, aber das werden wir natürlich auch nochmal dann rechtzeitig bekannt geben. Ihr werdet nichts verpassen. Gut, dann gehen wir jetzt in Runde Nummer 3 und wir beginnen wieder natürlich mit Peter und Christian. Wir müssen wieder anfangen. Immer anfangen. Du müssen wieder anfangen. Und denkt dran, ihr habt ja Joker, ne? Ja, die müssen wir langsam mal drüber ziehen, habe ich so das Gefühl, je nachdem, wie die Frage jetzt aussieht. Mhm. Okay, dann, ihr habt bisher 2 Fragen falsch beantwortet, vielleicht die dritte jetzt ja richtig. Alter. Wie überleben Zitronenfalter, ein Schmetterling, der im Jahr 2002 zum Insekt des Jahres gewählt wurde, Christian, den Winter? A. Sie haben Glycerin im Blut, eine Komponente von Dynamit, welches als Frostschutzmittel agiert. Oder B. Sie fliegen in den Süden. D. Sie lassen sich dichtes Fell wachsen, durch das sie warm gehalten werden. Oder D. Sie überwintern im Anus von Kühen. 10 Sekunden Zeit für die anderen beiden Teams und für den Chat ab jetzt. A, B, C oder D, ein Tipp. Paul, was sagst du? Das wissen sie. Mann, Dynamit, ja, nicht Dynamik, Leute. Ja. Cricket. Ist auch nicht der Anus von Kühen, ne? Ist das irgendwie Anis gemeint oder so? Ja. Ich habe ja eine Zeit hinter mir, wo ich Sachen gerne mal abgebrannt habe. Und ich muss sagen, so ein Zitronenfalter abfackeln war mal lustig, weil die sind immer explodiert mit dem Glycerin im Was? Nee, also ist nur Quatsch, ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung, aber ich finde die von der Antwort halt insane gut. Ja, ich habe dir das jetzt auch voll zugetraut, Christian. Sie lassen sie. Aber Glycerin im Blut. Also ich kenne so Schmetterlinge, die halt echt auch Fell haben. Aber ich weiß nicht, ob das beim Zitronenfalter passiert. Also du meinst die lange ohne die Flügel, logischerweise. Insekt an sich ohne die Flügel. Haben die nicht, ich glaube, er meint Motten. Ja, ich meine Motten. Ach so. Stimmt. Ist ein Schmetterling mit Fell einfach eine Motte? Naja, gute Frage. Immer. Dies und viele andere Fragen, wenn die mir beantworten. Ich weiß, was du von Kühen. Und wenn die keine Kühe finden, dann sterben die alle, oder was? Alter Zitronenfalter. Scheint mir irgendwie. Also die Kuh ist schon belegt. Also wie viel... Wie viele Kühe gibt es denn in Europa freilaufend, wenn wir die jetzt nicht so halten würden? Dann, wie viele könntest du das ja völlig vergessen. So die lassen sich dichtes Fell wachsen. Und dann pupst sie einmal, komm ja raus. Also, das heißt aber auch, sie lassen sich dichtes Fell wachsen, durch das sie warm gehalten werden, würde ja im Umkehrschluss heißen, die fliegen im Winter auch rum. Ja. Hast du im Winter Zitronenfalter gesehen? Nee. Aber nee, hier in Berlin lebt auch nichts Motten. Außer so Crack-Füchse. Also, die fliegen in den Süden, würde ich mal ausschließen. Das ist ein bisschen weit für so einen kleinen Mini-Zitronenfalter. Ja, also, jetzt kommt raus, Zitronenfalter fliegen jedes Jahr 34.000 Kilometer. Wollen wir den Chat fragen? Ja, aber die können sich doch so mit einem Jetstream mittreiben lassen, aber da oder sehen wir so, nur die wenn die Antwort. So leicht sind. Genau, also ihr könnt nicht in den Chat gucken, sondern ihr seht nur die beiden Antworten, die am wenigsten rausbekommen. Okay, nehmen wir mal den Joker da. Aber Moment, die am meisten bekommen, nicht die am wenigsten, oder? Die am wenigsten bekommen. Wo ihr theoretisch am meisten Punkte bekommen würdet, wenn ihr das nehmen würdet. Wollt ihr den nehmen? Ja. Okay. B und C haben jeweils 8%. Okay, B habe ich mir gedacht, dass das Quatsch ist. C. Okay, dann ist es A oder D. Im Anus von Kühen, also das halte ich auch für Quatsch, also würde ich sagen... Ich hätte früher, ja, meine Frau hat früher Schmetterlinge gesammelt. Warum, aber Peter, weißt du damals noch bei hier, scheiße, wie hieß die Weide, Richtung Kumo-Weide. Achso, du meinst da Kebler. Ja, nee, in Kebler meine ich, die Weide Richtung Twisted, wo auch dann die Abi-Feste, wo ja Abi-Ding drin war. Ah ja. Weiß ich auch nicht mehr.
Scholten. Scholten, genau, bei Scholten auf der Weide. Da standen auch die ganzen Kühe. Stell dir mal vor, da kommt aus einer Kuh so 300 Stück so auf einmal raus, wenn die umschubst. Ja, das finde ich halt so krass. Es gibt halt, weiß ich nicht, das ergibt für mich gar keinen Sinn. Das wäre natürlich witzig, wenn es so wäre, aber ich finde das so bescheuert, dass ich das ausschließen würde und deswegen annehmen würde. Dafür gibt es doch zu viel Zitronenfalter und Kühe gibt es doch in Europa gar nicht in freier Wildbahn. Also sitzen die alle in irgendeinem Stall bei irgendeinem Bauern. Ja, deswegen würde ich A sagen. Wie viel Falter brauchst du, um eine Mine zu sprengen? Bei den scheißen die Kühe ja auch durchgehend. Wie soll das gehen? Anni, wir nehmen A. Ja? Final? Okay. Das stimmt. Das Glitzerin. Immer so ein Schwalz-Zitronenfalter. Ja, deswegen. Das verstehe ich nicht. Ich will jetzt, wenn das jetzt D ist, Anni, will ich Bilder sehen. Kannst du selber googeln. Die anderen beiden Teams, die trauen euch das zu, dass ihr das wisst. Klar, das war super easy. Ja, Bram und Sims, muss man sagen. B und C, also Zitronenfeier, die fliegen nicht in den Süden. Das machen wirklich nur Vögel. Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu weit. Auch Feld. So Amseln fliegen ja irgendwie darunter, oder? Also hier die Rotkehlchen. So. Ja, auch nicht jeder Vogel, genau. Ja. C ist auch falsch. Also der Chat hatte da recht. Ach, sehr gut. Ein Schmetterling mit Fell ist eine Modde, finde ich super. Merke ich mir jetzt einfach so. Die richtige Antwort ist... Ah, die haben tatsächlich Glycerin im Blut. Ja. Sehr gut. Das wussten auch. Christian hatte doch gesagt. Ja, das ist auch das. Geht nicht. Bis jetzt ist immer da, wo der Rechtschreibfehler drin ist, die richtige Antwort gewesen. Ey, ich jag das ja wirklich durch Rechtschreibprogramme. Ne? Ja, und Dynamik. Ja, gut. Ja, aber Dynamik ist halt erkennt ein richtiges Wort. Als falsch. Genau. Der sagt ja, nicht, aber aus dem Kontext muss man das doch erkennen. Ja, wirklich. Ja, die haben Kaffee und die Scheiße und der ändert das nicht. Das ärgert mich sowas, naja. Gut. Mit dem Glycerin im Blut können sie sogar bis zu minus 20 Grad Celsius. Du kannst mir die Fragen nächstes Mal vorher einfach schicken, dann kann ich da drüber lesen. Okay. Was also wenn es kälter wird als 20 Grad, dann sterben die alle. Oh Gott, jetzt habe ich das erst gecheckt, wie du das Ich habe kurz dafür gebraucht, aber so, eigentlich gar nicht so schlecht. Auf der anderen Seite ist das auch egal. Peter hat die Antwort bis dahin wieder vergessen. Das ist korrekt. Wäre tatsächlich auch richtig, ja. Da sitzt er ja auch. Hab ich noch nie gehört. Wir haben 30 Stunden gespielt. Keine Ahnung. Wir haben eigentlich gewonnen. Ich befürchte, wir kriegen 2 Punkte maximal dafür, weil wenn wir 16% weg haben, den Anus von Kühen wird, glaube ich, nicht viel genommen haben. Das haben 80% der Leute jetzt. Wenn wir das Glück haben, kriegen wir noch 2. Flo und Paul und Sepp und Bram haben jeweils 2 Punkte bekommen, weil sie euch richtig eingeschätzt haben. Und so viele Punkte bekommt ihr. 10 von 10. Stop. Auch nie, was der Chat so alles weiß. Ihr seid das ja stimmt. Teilweise schlau oder manchmal auch nicht. Naja. So ne. Wow. Dummer Chat. Ist ja so. Ja. Einfach dummer Chat. So. Paul, bleib bei uns. Ey, ich bin Frage immer müde. Wird wichtig. Von Flo und Paul. Ja, aber ist schon 5 nach 8. Ja, was? Paul wird langsam, muss er es bitte. Eure Frage lautet, Flo und Paul. Was ist das Besondere an einem Theremin, ein 1920 erfundenes Musikinstrument? A, es kann Töne erzeugen, die in Menschen Krebs auslösen können. Oder B, man benötigt ein lebendiges Tier, um es spielen zu können. C, eine spielbare Version konnte bis heute nicht gebaut werden. Oder D, es kann berührungslos von einem Menschen gespielt werden. Geil, 10 Sekunden. Ist D. Für die anderen beiden. Das ist das Ding, was unter anderem. Ich weiß, aber warum sagst du das denn jetzt? Weil ich immer wieder vergesse, dass die Leute noch raten müssen. Ja, dann vor allen Dingen sagt jetzt der ganze Chat das auch. Wir kriegen weniger Punkte als das, richtig. Das heißt, aber wir müssen jetzt falsch antworten. Wir müssen uns beliebt machen, Paul. Nein, wir müssen jetzt falsch antworten. Wieso müsst ihr euch beliebt machen? Ihr seid 4 Punkte gerade in Führung. Jeder Mensch auf der Welt weiß, was ein Theremin ist. Keine Ahnung. Ich auch. Weil Sheldon Cooper jeder. Das spielt. Wait, diese, aber das, das kennt aber doch tatsächlich. Ja. Absolut jeder Mensch auf der Welt weiß, was das ist. Die Sache ist, also ich weiß, ich wusste es ja, ich habe sogar mal eins gespielt. Ja, in meinem Leben. Marty hatte eins. Marty hat eins, richtig. Genau. Aber, Ja, komm, den einen Punkt holen wir uns jetzt. Ja, aber wir kriegen jetzt einen Punkt und die kriegen beide jeweils 2. Wenn wir jetzt aber falsch antworten, dann bleiben wir 4 in Führung und nicht nur 3. Na, nachher beißt euch in den Arsch, weil du doch 3 Punkte gekriegt hättest.
Ja, und bei Gleichstand, ne, zählt, wenn man Fragen richtig hatte. Das ist richtig doll smart. Wollen wir das macht man sich jetzt ultra unbeliebt, wenn man so taktiert? Ich weiß nicht. Aber Flo, ich bin ehrlich, das war nicht so smart. Nein, Sie können mich noch zu warten. Ich bin nicht besonders bekannt für zwei Dinge. Patience und smart sein. Das aber hat beides gerade auch nicht bewiesen. Also von daher, ich bin mir nur selber treu, verstehst du? Aber das kann es auch Theorie, kennt ja jeder. Mein Gedanke war so, hab ich noch nie gehört. Nee, ich hab gedacht, da ist ein Rechtschreibfehler drin, da soll Termin jetzt stehen. Jetzt weiß ich, was das ist, aber aber gut, jetzt ist die Frage, wollen wir richtig antworten oder nicht? Naja, ja, ich geh kurz pinkeln. Entweder wir holen uns jetzt einen Punkt und gönnen den anderen zwei. Ich hol mir ein Eis. Vielleicht. Oh, alle holen sich jetzt mal. Ich bleib hier. Ab. Danke, was? Peter. Weiß ich nicht. Lock mal jetzt ein, dann kommen die zu spät, um ihre Frage zu beantworten. Ja. Also, was wollt ihr nehmen? Na, wir nehmen die richtige Antwort. Oder? Können, ja, ich fände das sonst, ich fände es ein bisschen Lash jetzt, ja, mit Absicht falsch zu antworten. Aber, Flo? Ja. Ich halte mein Maul. Ja. Ja, ich halte mein Maul, ist in Ordnung. Ich halt mein Maul. Okay, finde ich krass. Ich hätte an eurer Stelle eine falsche Antwort genommen. Nee, das finde ich ein bisschen rasch. Das machen wir. Ey, wir liegen so weit vorne. Das ist. Okay, okay. Sympathisch. Also, ihr nehmt das berührungslose Instrument. Ja. Was für Schweine! Denn die anderen beiden Teams haben gesagt, dass ihr das wisst. Ja. Komischerweise. Wir sind so wack, dass wir können alles beantworten. Also ihr habt das eigentlich schon. Ganz ehrlich, ich hätte auch gesagt, dass die das wissen, ohne dass Flo sich da verquatscht hat, weil Theremin wäre ich davon ausgegangen, da wisst ihr. Okay. Es ist ein elektronisches Instrument und man spielt das mit den Händen und man kann mit dem Abstand zu den Antennen die Tonhöhe und die Lautstärke bestimmen. Also D ist richtig. Ihr wusstet das. Das war auch keine Trickfrage hier, dass es irgendwas anderes ist. Ihr habt recht. So, also die anderen beiden bekommen jeweils zwei Punkte. Jetzt ist natürlich noch die Frage, wie viele das im Chat wussten. Respektive, wenn das 100% ist, gibt es dann 0? Dann gibt es einen Punkt. Auch okay, schade. Ja. Respektive, wie viele im Chat im Zweifel auch reingetrollt haben, weil das haben wir ja auch manchmal. Ne? Muss man den Faktor muss man ja auch noch. Vielleicht weiß das auch nicht jeder einfach. Aber Flo hat es ja beantwortet. Gesagt. Ja, Entschuldigung. Wie viele Leute haben D gesagt in unserem Chat? Vier Punkte. Alter, zwei bitte noch. Zwei. Digga, das ist Rekord. 87%. Haben gesagt, ja, aber dann machst du auch nichts. Einen Punkt. Naja, nehmen wir. Ja. Nur damit es ungerade ist. Ich halte meinen Maul, den hole ich mir auf den Knopf bei so Flo. Während ich am Pott war, musste ich so lachen, da war so ein perfekter Knopf für mich. Ich halte meinen Maul, einfach drücken, immer wieder. Das ist genau der Button, den brauche ich oft genug. Stimmt. Also, Flo und Paul immer noch in Führung, 3 Punkte mit insgesamt 13. Und wir kommen zur nächsten Frage. Die geht jetzt an Sepp und Brammen. Aber ich finde, das ist Zeug vom Charakter, dass ich trotzdem die richtige Antwort genommen habe. Ja, das stimmt. Ja. Danke. Sepp und Brammen. Üblicher Spacken, der Paul. Alter, Maul, du blöder. Wir sind so weit vorne, wir brauchen noch die nicht. Also, na, hatte doch reitet. Welche dieser Aussagen über Japan stimmt tatsächlich? Okay. Oh. Konnichiwa, motherfucker. Japan zählt sich selbst. Japan zählt sich selbst als eigener Kontinent. Oder B, in Japan existiert keine Arbeitslosigkeit. C, obwohl im Land Linksverkehr gilt, wird in einer Präfektur auf der rechten Seite gefahren. Oder D, die Stadt Tokio existiert seit dem 1. Juli 1943 nicht mehr. 10 Sekunden richtig. Für die anderen beiden Teams oder auch für den Chat ab jetzt. A, B, C oder D einfach eintippen. Jetzt ist die Frage, ist Sepp japanophil genug, um das zu wissen, ja, oder ist er nur so ein Weep? Das wird sich jetzt rausstellen. No pressure. Oh, Flo und Paul, ihr habt zu spät. Ich hab auch geklickt, 100%. Okay, dann. Also wir haben beide Jahre. Ich habe es auch kurz aufblitzen sehen. Alles gut. Okay. Ich schwöre also, bei meinen Kindern. Ich habe Jahre. Eigener Kontinent ist natürlich Bullshit, ne? Die sind ja nicht dumm. Tokio existiert weiterhin. Tokio, also Google Maps hat mir Tokio angezeigt, also gibt es auch Tokio.
Aber keine Arbeitslosigkeit. In Japan haben die jetzt gerade erst die Zinsen auf positiv gesetzt. Die hatten immer negativ, weil die so ein ganz komisches Wirtschaftssystem haben und so eine ganz komische Geldpolitik. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass die da irgendwie schnell jetzt in der Arbeitslosigkeit machen. Weißt du, wenn du einfach nicht arbeiten kannst, weil du ein Krüppel bist, dann zählt's ja nicht. Und nur solche gibt's. Also es gibt nur Arbeitsunfähige und wenn du nicht arbeitsunfähig bist, dann musst du arbeiten. Kann man ja auch schön. Aber ich bin für C, weil ich meine, über den Linksverkehr, ja, nein, aber in der Präfektur haben die irgendeine Kaserne oder so gehabt. Da gab's irgendwas mit oder... Da waren irgendwas, der Ausländer waren da und dann ist das irgendwie weggefallen irgendwann. Und dann haben die das aber weiter übernommen. Bram überlegt noch, oder? Ja, also, ich bin immer. Japan zählt sich selbst als eigener Kontinent. Ja, das macht ja gar keinen Sinn. Nee, also A und B schließe ich auch aus. Für die hätte ich eine Erklärung. Und zwar. Tokio ist kaputtgebombt worden im Zweiten Weltkrieg und Tokio jetzt ist, ist die Präfektur Tokio, aber Tokio-Stadt existiert nicht mehr. Das ist das Einzige, was ich mir erklären könnte für D. Weißt du, so Paris-Style. Paris ist auch eine Stadt. Ja, aber Paris ist ja, auch eine Stadt. Genau, aber pass auf, Paris ist ja nur so ganz klein in der Mitte und das, was wir als Paris bezeichnen, ist ja gar nicht Paris. Richtig. Genauso wie Los Angeles. Weißt du, Los Angeles ist ja, man denkt ja immer an dieses Mega-Ding, aber ja, besteht ja in Wahrheit aus ganz vielen Stadtteile. Ja, nee, aber das sind ja so ganz viele Städte. Und vielleicht ist das bei Tokio auch so. Aber das mit dem, in einer Präfektur wird rechts gefahren, könnte ich mir auch vorstellen, dass so eine bestimmte Insel eine eigene Präfektur ist. Und da fährt man halt rechts, weil das eine Militärbasis der USA ist. Genau. Und das ist halt gleichzeitig so eine Sonderzone und eine Sonderpräfektur. Denkt an eure Joker. Hätte ich jetzt halt auch gedacht. Ich finde, ja, stimmt, wir haben noch zwei Fragen. Nee, wir könnten einfach mal so einen Publikumsjoker nehmen. Meinst du, das wäre hier worth it? Dann kommt A und B raus, toll. Genau. Ja, nee, wir nehmen beim nächsten Mal einfach ein. Also ja, ich finde C eigentlich auch ich find C smart. Gut. Also ich verstehe das mit den Tokio existiert seit 43 irgendwie, aber wann war Hiroshima? 44? Oh, das weiß ich. Ja, stimmt. Ja, oder 45, wobei gegen Ende, ja, war sogar. 44? Also... Ja, könnte C oder D sein. Also ich bin auch, beide Erklärungen von mir ziemlich gut, wenn ich ehrlich bin. Ich finde die auch nicht schlecht. Also die finde ich zumindest einleuchtend. So, und Japan, nee, ist für mich, ganz ehrlich, C ist für mich genauso fein wie D. Ich finde A und B nur Kacke. Ja, A und B finde ich auch doof. D war auch dein erstes Ding, du hast dann irgendwann mit einer Präfektur, deswegen, ich könnte mir das vorstellen, Amerika war ganz viel da. Lass C nehmen. Why not, oder? Und die fahren ich rechts. Ich meine, das habe ich mal. Ist das nicht auch in einem. In so einem wie in Rammstein hier, weißt du? Da gilt ja auch quasi genau. Little America. Genau. Also, was wollt ihr einloggen? Ja, wir nehmen C. Und hier in Labruch war auch Rechtsverkehr. Linksverkehr, so. Also, ich hätte noch gedacht, B könnte sein, weil die das halt einfach nicht als Arbeitslosigkeit zählen, sondern irgendwie anders. Weißt du, so wie wir das letztens hatten mit dem Einheiraten, damit du irgendwie die Firma übergeben kannst oder so ein Kram. Depp hatte das ja eigentlich auch gut erklärt. Ja. Also, wir schauen erstmal nach, was die anderen beiden Teams gesagt haben. Piet und Chris sagen, das wissen sie. Und Flo und Paul haben hier zwar keine Antwort abgegeben, aber ich habe es aufschlitzen sehen. Das war wieder das Ding. Der eine klickt, der andere auch. Deswegen ist das, sie wissen das, habt ihr gesagt, werden wir so werten. So, Japan zählt sich selbst als eigener Kontinent. Das ist natürlich Quatsch. Und in Japan existiert auch Arbeitslosigkeit, auch offiziell. Also das rechnen die sich auch nicht schön. Also C oder D ist richtig. Das gibt es nur in China. Kann sein, ja. Die richtige Antwort ist D tatsächlich, nicht C. Warum? Ich glaube, Bramen hat es fast perfekt erklärt. Ja, Bram hat das ganz gut erklärt. Und zwar, man hat damals die Stadt Tokio an diesem Datum aufgelöst. Es gibt heute, also faktisch hat Japan keine Hauptstadt. Tokio ist eine Präfektur mit
einem gewissen Gebiet. Das Gebiet ist analog zum damaligen Stadtgebiet Tokio, aber ist offiziell keine Stadt mehr, sondern eben nur eine Präfektur. Das heißt, es ist eben das Hauptstadtgebiet und keine Hauptstadt. Das ist ja voll smart. Das heißt, wenn wir das für Berlin machen würden, bräuchten wir nicht einen Bürgermeister und einen Senat im Bundesland für Berlin. Wir Richtig. Könnten einfach einen abschaffen. Wir können einfach einen König wählen. Ist ganz interessant, ja. Also auch Japan eigentlich so de facto ohne Hauptstadt. Ich finde auch das Prinzip Krass. König wählen richtig gut. Wusstest du eigentlich, dass es einen gewählten Monarchen gibt? Das war schon richtig lange. Thailand? Und zwar den Papst. Ja, einzige Wahlmonarchie. Beziehungsweise auch da die einzige Monarchie, wo du nicht durch Familie reinkommst. Das ist ja auch die einzig wahre Monarchie, weil ohne die können ja die anderen gar nicht gekrönt werden. Ja, stimmt. Ohne Kirche lübt da nichts bei den Monarchen. Ja, so. Tja. Also fest steht, Sepp ist einfach nur ein Weep und ich bin schwer enttäuscht. Aber das mit dem 43 hat mich völlig aus dem Konzept gebracht, weil das war ja, also das haben die einfach so gemacht. Es wurde dann da erlassen, genau. Ja, das war nicht mal ein Kriegsding, was ich, ja. Ja. Schade. Also es bekommt hier niemand Punkte, also Flo und Paul auch nicht. Nicht nur, weil sie hier offiziell keine Antwort abgegeben haben, sondern sie hätten es auch falsch eingeschätzt. Sepp und Bram, wir gucken trotzdem mal, wie viele Punkte ihr bekommen hättet. Hättet ihr die genommen? Die Frage, oder? Naja, so 5 Punkte brauchen wir auch nicht für die Freude, um die zu holen. Aber Bram, guck mal, wir hätten bekommen bei unserem Joker A und D. Holy shit. Ja, dann hätte ich auch noch mehr C gesagt. Ja, das fand ich immer auch interessant, als ihr das gesagt habt, genau, was A und B gewesen wäre. Ja, okay, das war die dritte Runde. Wir haben noch 2 Runden. Ihr habt alle noch 2 Joker, bis auf Christian und Peter. Die haben also noch wir setzen jetzt einen Flo, ja. Ihr könnt auch 2 Joker in einer Frage nehmen, ne? Falls wir es brauchen. Scheiße, ich hätte ja auch eine Freundin von uns anrufen können, die ist Japan-Guide, die fährt durch Japan und füttert Touristen. Vielleicht kriegst du ja nochmal eine japanische Frage. Du hast ja noch den Telefonjoker. Füttert Touristen. Nein, die führt da. Die füttert die, ja. Da kommt das Löffelchen. Ganz neue Restaurants sind das. Die melden Cafés, wo du gefüttert wirst. Ja, es gibt Feed and Breed Hotels da. Richtig, ja. Da musst du dich nur auf so ein Nest setzen. Da kommt dann immer einer. Hier kommt das Vögelchen. Ey, ich würde buchen, auf jeden Fall. Ja. Digga, ich war 2 Tage, war ich in so einem Kuschelcafé, als wir da gedreht haben. Auch das gut. Das hat mich schwer verstört, Alter. Das ist wirklich, das ist anders. Warst du da nicht auch mal drin, Bram? In so einem Elementencafé? Ja. Das ist was anderes. Das ist wirklich. Das hat mich so verstört, dass ich gehen musste. Selbst das schon, okay, dann solltest du nie. Elementencafé, okay. In Tokio? Ja, nee, das weiß ich nicht. Das ist nicht so, wie auf der Dokumi ist ja kompletter läppscher Scheiß. In Erfurt hatten wir das ja auch. Da waren halt einfach. Ja, da ist, Bedienungen, sind halt Leute ein bisschen nett angezogen halt, genau. Und so. Ja, das, nee, die Männer-Kaffee, Alter, ich weiß noch, da kamen die mit dieser Plastikkerze. Nee. Haben sie mit 15 Minuten vor diesem Tisch rumgehampelt. Wie awesome ist es, dass diese Kerze angeht, man die auspusten soll. Und mein Gedanke war, verpiss dich. Aber die wollten nicht gehen. Vielleicht hat die da die ganze Zeit gemacht, weil die wollte, dass du die Kerze auspustest. Ja, die ist immer wieder angegangen. Das war so eine Scherzkerze. Alles war schrecklich. Und dann so völlig eskaliert. Alles war schrecklich. Jetzt sind die mal abgebissen. Sehr schön. Okay, wir kommen in Runde Nummer 4. Peter und Christian selbstverständlich beginnen wieder. Und eure Frage lautet... Eine Antimonpille, die als Abführmittel für die Entleerung des Darmes genutzt wird, wurde besonders deshalb bekannt, weil A, sie nach der Benutzung gewaschen und wiederverwendet werden kann, oder B, sie einen Menschen immun gegen Mumps werden lässt, oder C, sie radioaktives Plutonium enthält, das auch zum Bau von Atombomben genutzt wird, oder D, die behandelte Person einige Zeit danach leuchtenden Kot ausscheidet. A, B, C oder D jetzt in den Chat und die anderen beiden Teams können euch einschätzen. Klick du. Achso, einfach verdrücken erstmal. Ja. Nimmst du das? Du. Okay. Nee. Ich wollte das andere nehmen, aber ist egal. Ich habe mit vielen Antworten Probleme. A heißt ja nicht, dass man es. Also heißt ja nur, dass du es tun kannst. Ob du es möchtest oder tust, ist ja eine andere Frage. Auch so, wie es da steht. Aber sie müsste auch rauskommen. Die kann wiederverwendet werden. So. Naja, ist.
Ja, aber Abführmittel, die kommt wie, wieder raus. Wie wirkt dann das Abführmittel abführend? Weil der Stoff muss doch eigentlich auch dann über den Darm aufgenommen werden. Also kann ich mir auch nicht vorstellen. Nee, das ist doch nur zur Entleerung wichtig. Ein Masermord von Antimon. Also wirst du nicht gegen Mumps und Masern. Wirst du nicht gegen Mumps und Masern geimpft? Warum habe ich dann als Kind nie einfach die Antimon-Pille gekriegt? Ja, ich weiß ja nicht, wann das war, ne? Das kann ja sein, dass die Antimon-Pille irgendwie 1903 oder so kam. Krebserregend ist, hochgradig. Aber ich bin ein Fan von leuchtendem Kot. Aber kann man warum? Sehr gut rausschneiden. Vor allen Dingen von einer Pille. Also, weißt du, wie viel, als wir den Kuchen gemacht haben damals, den Pizza-Meat-Kuchen, wo ich... Nee, da habe ich doch das ganze Färbemittel, die ganze Farbe habe ich doch gefressen. Also, da musste ich schon echt viel von essen und... Also, ja, es wirkt dann. Aha. Auch, aber da habe ich schon echt viel verputzt. Also es wurde halt auch besonders bekannt. Also bekannt werden kannst du natürlich über so einen Skandal wie C, weißt du, dass so eine Zeitung darüber berichtet hat und dann geht das voll durch die Medien. Oder D ist für mich so ein Instagram-Trend. Aber C, da ist Plutonium selbst in kleinster Menge, die es ja sein müsste. Wer lässt denn das zu? 1912, die DEA. Ich möchte nur ganz erinnern, ja, Anfang des Jahrhunderts letzten Jahrhunderts gab es noch die Zahnpasta mit Uran drin oder so. Ja. Ja, deswegen, also, aber war das Uran dann auch? Vielleicht gibt es überall Plutonium drin, was ich gar nicht weiß oder so. Ja, aber da steht extra radioaktives Plutonium. Ja, okay, fair enough. Gibt's auch nicht radioaktives Plutonium? Radiopassives Plutonium. Können wir irgendwie dafür anrufen? Habe ich auch schon überlegt, aber das ist schon sehr wissenschaftlich, sehr medizinisch. Und ja, Jay weiß ja. Ich kenne keinen wissenschaftlichen Mediziner überhaupt. Wen vergesse ich? Niemanden. Keine Ahnung. Also Jay ist Tiermediziner, das hat er weiß. Also nee, das ist so weit weg. Den nicht. Aber es gibt auch jemanden Schlaues. Also, davon ist. Wow. Hoppala. Weiß ich nicht wen. Ja, ich auch. Ich habe legit wirklich keine Ahnung, was man. Also immun gegen Mumps würde ich ausschließen. Da wirst du, glaube ich, auch immer noch gegen geimpft. Ich bin Fan von D immer noch. Behandelsperson danach leuchtenden Kot ausschalten. Aber warum? Wenn es um Kot geht, einfach Rezo anrufen. Also, oh, ja, stimmt. Das ist bei uns der Scheiße-Experte. Einfach weil das hat sich dann so verbreitet, weißt du? Also, du kriegst leuchtenden Kot wegen irgendeinem Mittel, was halt da drin ist, in der Antimondpille. Ja. Also, keine Ahnung, kann auch C sein, was weiß ich. Ja, deswegen, ich bin da so ein bisschen bei dir. Bis auf B finde ich. Kann da vieles richtig sein. A kann ich mir auch nicht vorstellen. Achtet auf eure Zeit. Ich kann wie gesagt, auch steht ja, die kann benutzt werden, ob du es dann machst. Ja, aber das will ja keiner. Ja, warum hast du immer einen im Regal ja, von mir liegen? Nehmen wir D. Ja, dann nehmen wir D. Okay, den leuchtenden Code, der gefällt mir. Jawohl, bevor du auflöst, Andi, Chat, ich sehe einfach immer müde aus. Gut. Der ist wie der Hulk. Ja, wirklich, wie ein Avenger. So, ah, Bruce Banner, du lässt deinen Trick, ich bin immer müde. Und Bruce ist jetzt immer müde. Immer wütend. Wow. Und Paul Trick ist, er ist immer müde. Ich bin für A. Ich glaube, das ist irgendwie so ein uraltes Ding, das hast du irgendwie runtergeschluckt. Ja, das ist irgendwie so, so eine Nickelpille. Ja, dann ist es durchgewandert, da dran ist die ganzen Reste in deinem Darm sind quasi daran hängen geblieben und dann hast du das Ding wieder, dann kam das wieder raus und dann hast du das abgewaschen und morgen wieder geschluckt. Oder das sondert ganz in Kleinstmengen nur Nickel ab oder ich ja irgendein Metall oder so. Und dann Quecksilber in Kleinstmengen sondert ab. Ich werde es euch gleich sagen. Thermometer fressen. Wir schauen erstmal, was die anderen gesagt haben. Flo und Paul sagen, dass ihr das wisst, Sepp und Bram. Wie, du gönnst es uns? Du hast gesagt, wisst ihr nicht. So ein Quatsch, ja, aber Alter. Ich gönne euch trotzdem nicht. Ich wollte Ja drücken. Ich wollte auch Ja drücken. Du hast Nein gedrückt. Was bei mir ist aber, wenn ich Ja gedrückt habe, ist das bei mir wieder verschwunden. Ja, weil ich dann auch Ja gedrückt habe. Achso, Leute. Ich bin mir sicher, bei D, Alter, bei D hätte der Allerechte oder Simon Desi oder so hätte schon ein Video darüber gemacht. Alter, da würden wir morgen ein Video zu machen. Peter wird das sofort auf Instagram hochladen. Peter überlegt. Ja. Er hat schon gesagt, das ist wie so ein Instagram-Trend. Ja. Ein bisschen. Okay. Das Peter also. War ganz vorne mit dabei.
Für B, also gegen Mumps immun werden, da gibt es ja eine Impfung, da brauchst du nicht so eine Pille und das war damals auch nicht so, also ist B falsch. Auch Plutonium ist in dieser Pille nicht drin. Ja, wild, ey. Denn Antimon oder Antimon, wie auch immer, ist ein Metall. Ja, ich hab's also gesagt. Diese Pille besteht aus diesem die wieder Metall. Scheiße, damit habe ich nicht gerechnet. Wurde im 19. Jahrhundert benutzt und gilt auch als immerwährende Pille. A ist richtig. Damn it. Schade. Sorry. Das heißt, die nehmen einfach irgendeinen Stein und das ist die immerwährende Pille. Nee, also du kannst wirklich, also ja, wahrscheinlich ist es nur das Metall. Du nimmst die, du schluckst die, das führt ab und dann kommt die wieder raus und dann wäschst du die ab und gibst das deinem Sohn. Und wenn der dann einen Durchfall hat, kann er die auch nehmen. Kannst du so. Desinfizieren. Also. So ja. Nämlich. Geil. Weißt du, was für ein Metall das ist? Das würde mich jetzt einfach mal interessieren. Antimon. Einfach, weiß ich nicht. Kannst du googeln? Ich weiß nicht genau, was da die damit. Noch Antimon, du bist Antimon, dran. Antimon, Antimon. Antimon, SB. Antimon digitiert. Ja. Timon, was? Das heißt das? Das Metall ist der böse Antimon. Bruder von das Timon. Ja, das kenne ich hier gar nicht. Ja, ich habe das auch nie gehört tatsächlich, aber existiert. Ja. Metall-Antimon, SB ist die Abkürzung. Ja, macht Sinn. Ja, ist halt so. Keine Ahnung. Das bedeutet, ihr wusstet das nicht. Sepp und Bram haben dafür 2 Punkte bekommen, weil sie euch korrekt eingeschätzt haben. Wir schauen noch, wie viele Punkte ihr bekommen hättet, wenn ihr A genommen hättet. Wie viele im Chat wussten das? Alle. Crazy, ey. 25%. Wären das noch 4 gewesen oder wären das schon 3? Das wären 4 gewesen. Krass. Stark. Dann wären viele Punkte gewesen für euch. Ja. Wäre schön gewesen. Mhm. Und wärt ihr jetzt Erster gewesen? Nee, wären sie nicht, weil wir hätten dann 15 gehabt. Aber nah dran. Doof gelaufen. So, ich halt jetzt ich wollte aber nur Paul dissen, aber leider ging das nicht. Fast, naja. Schade. Gut. Was soll man machen? Die 4. Frage für Flo und Paul. Das ist die vorletzte. Schwierig. Ihr habt noch beide Joker. Ja. Und eure Frage ist diese hier. China mit mehr als 1,4 Milliarden Einwohnern. Keine Arbeitslosen. Das zweitbevölkerungsreichste Land der Erde gilt zwar als wirtschaftliche und geopolitische Großmacht, A, wird aber von 11 UN-Staaten nicht als Staat anerkannt, oder B, besitzt keine Luftstreitkräfte, C, hat aber nicht eine offiziell gesicherte Landesgrenze, oder D, nahm aber noch nie an einer Fußball-Weltmeisterschaft der Herren teil. 10 Sekunden für den Chat und für die anderen beiden Teams ab jetzt. So, ihr dürft. War das nur bei Tsubasa Ozora, dass die an der WM teilgenommen haben mit China, oder waren die schon mal in echt teilgenommen? Die Frage ist, ist überhaupt relevant, ob die bei Captain Tsubasa mitgespielt haben, weil war das überhaupt eine Weltmeisterschaft? Ist Captain Tsubasa nicht auch Japaner? Ja, die haben aber trotzdem gespielt. Ja, in der Jugend also. Ja, bei der WM in der Jugend. Das ist auch nicht fiktiv, ne? Captain Tsubasa ist real. Gigaschuss gibt's wirklich. Ja, aber da gab krass. Es gab ja dann, wo der erwachsen war, diese Superstars und da haben die auch WM gespielt und so weiter und da war China eindeutig dabei. Ja. Ich glaube, Tsubasa hat zwischendurch sogar mal für Brasilien gespielt oder so. Ich möchte kurz an dieser Stelle sagen, egal welche Antwort richtig ist, ich würde meine Social Credit Points bitte behalten. Ja. Alle 3. Von also 10.000 möglichen. Irgendwie hat mich ja, war ja mein erster Gedanke C, weil sie selber entscheiden, wo ihre Grenze ist. Digga, die haben sogar meinst eine Mauer, Russland? Offizieller geht's nicht. Na, aber das ist doch nicht die... hatte die DDR auch! Aber ist es offiziell gesicherte Landesgrenze? Ist die... ich weiß es nicht. Wir haben schon Flugzeuge, da bin ich auch... Jetzt muss ich mal eine geopolitische Frage stellen, weil ich da leider nicht besonders bewandert bin. Ja, Paul. Nee. Ja, ist eine Volksrepublik ein Staat? Ich verstehe, wo du hin willst. Es kann aber durchaus sein, dass durch politische Ereignisse, die unsere großartige Volksrepublik natürlich nicht falsch handelt, um die Social Credits zu behalten, dass da einige UN-Staaten sagen, sorry,
Wir sympathisieren mit Taiwan zum Beispiel und sagen deshalb, ihr werdet nicht anerkannt. Weißt du? Ja. Also es kann ja so ein politisches Game sein. Aber Luftstreitkräfte haben sie, glaube ich. Also, ist das, also Luftstreitkräfte haben sie. Also ich würde B ausschließen. Nachher ist es B, Digga. Das wäre so, das wäre insane peinlich. Aber ich glaube, sie haben Luftstreitkräfte. Sie haben einfach so viele Atomraketen, dass sie sagen, brauchen wir nicht. Fußball-WM also, können wir ausschließen. Das ist, das haben die. Haben die? Haben die. Ihr habt auch Joker, denkt dran. Wollen wir mal zwei wegschießen? Ja, lass mal die nicht, den, ich habe immer noch nicht verstanden, wie der uns helfen soll, aber lass mal zwei wegschießen, dann haben wir ihn benutzt. Okay, ja. Also die beiden Antworten mit den Pick wenigsten mal. Prozenten sind Oha. A mit 23 ja. und B mit 5. Ja, bei den Peets, das sind alle, das sind so affine, Oha. Junge, mondäne nee, aber bei den Zuschauer. Peets, bei den okay. Peets gibt es auch genug. Also 3 von 5 sind ja auch deep im Fußballgame drin bei den Peets, ne? Ja. Heißt denn mondäne? Google das einfach, Bram. Achtung, eure Zeit. Aber ich bin, weil jetzt 23% das sagen, bin ich für A. Ja, ich bin immer noch für A, weil mich das mit der Volksrepublik irgendwie anpimmelt. Aber nochmal zum Nachdenken, C. Wenn die ständig sagen, nee, Tibet gehört zu uns, nee, das soll zu uns gehören, ja, das genau. soll zu uns gehören, können die überhaupt eine gesicherte Landesgrenze ja festlegen, wenn die ständig ihre Territorialzonen verschieben? Das war mein erster Gedanke, aber lass mal A nehmen. Ja, lass A nehmen, Digga. So ich glaube, das ist Wortklauberei, dass sie sagen, nee, das ist kein Staat, das ist hier. Also A, wir loggen A ein. Dann kriegt ihr mal 4 Punkte. Okay. Also ich hätte dir bei D zumeist schon gesagt, die Antwort ist schwierig gestellt, weil meinst du die Endrunde oder die Qualifikation? Ja, das ist schwierig. Weil. Nee, eine Fußball-Weltmeisterschaft sind alle Spiele. Naja, nicht die Qualifikation, nee, sondern genau, dann die tatsächliche Quali, hätte ich gesagt, habe ich bestimmt mal mitgemacht. Also wenn man über. Die Quali, die hört da wohl dazu. Ja, also aber dann hat doch, dann macht die Frage, dann hat doch jeder mitgemacht schon. Naja, deswegen kannst du ja D ausschließen. Ich okay. kann euch so viel jetzt schon mal sagen, ich dass China deswegen. Im Jahr 2002 zum ersten Mal bei einer Fußball-WM mitgemacht hat. Also D ist es auf jeden Fall nicht. Ja, in Korea und Japan. Und das Witzige ist, in China haben sie die auch gewonnen. Nee, das war in Nordkorea so. Ja, das stimmt. Die Fotos waren mega. Also die anderen beiden Teams sagen, dass ihr das wisst. Ja, wegen des Jokers, da haben wir nochmal kurz vor knapp gewechselt auf Wissen Sie. Also, Flo und Paul haben sich jetzt für die Antwort entschieden, die zweitwenigsten Prozente bekommen hat. 23 ist natürlich aber auch recht hart. Viel. Ja. Das heißt, C und D haben noch mehr Prozente bekommen vom Chat. D ist falsch. Eine offiziell gesicherte Landesgrenze hat China. Yes! A oder D ist also richtig. Okay, das ist wild. Korrekt ist... Ah, yes. Wow. Yes. Hätte ich tatsächlich sogar Krass. Instant gesagt, weil das sind wahrscheinlich dann die 11, die Taiwan sagen. Ja. Genau, also Haiti ist da zum Beispiel drunter, die sagen, nee, China gibt's nicht oder erkennen wir nicht an, wegen dem Disput mit Taiwan. Richtig, genau. Ja, es gibt gar nicht so viele Länder. Vor allen Dingen 11 UN-Staaten, also es gibt ja auch nicht so viele Länder, die nicht in der UN sind. Ne? Also genau, also insgesamt gibt es, glaube ich, 193 oder so. Und von den Ländern gibt es auch gar nicht so viele, die teilweise nicht anerkannt sind. Also ein paar, aber also zum Beispiel Nordkorea wird von Südkorea nicht anerkannt. Das ist so geil. Ich erkenne dich nicht an. Dafür erkenne ich dich nicht an. Und ich erkenne dich nicht an. Ja, das ist wirklich so. Okay, ich komme zwar in dein Territorium nicht an, aber ich erkenne dich nicht an. Die sind so richtig Querdenker, Alter. China gibt's nicht. Oh Mann. China gibt's nicht. So, Guatemala gehört auch dazu, die sagen auch China, nö. St. Vincent und die Grenadinen, mein Lieblingsland, sagt die auch nicht China. Sind aber auch so die Einflussreichsten unter den Einflussreichen, war. Sehr schönes Land, karibische Inseln. Will ich auch mal hin, allein wegen dem Namen, weil das klingt, finde ich, super. Solltest du machen. Ja. Die haben auch noch die, haben sie jetzt wahrscheinlich nicht mehr, aber sie hatten auf jeden Fall die Queen auf ihrer Währung. Ja, stimmt, das gehört zum Commonwealth, ne? Ja. 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 Schönes Land. Sepp und Bram, sowie Peter und Christian, ihr habt beide jeweils 2 Punkte bekommen, weil ihr das Team richtig eingeschätzt habt. Richtig. Ich kriege 4 Punkte. Ja, yes. Das gucken wir uns jetzt an. Wie viele das sind, aber ihr habt schon rausgefunden. Das 23%, Alter. Ja. Investigativdetektiv Sepp wusste. Nee, die 4 Punkte sind aber. Ja, wenn man Brain im Team pillt. Ja. 45% waren bei D. Ne? Also krass. Stark. Flo, läuft gut. Läuft gut für uns.
17 nice. Punkte, ja. Milagi. Ja, Paul Vorsprung. Wieder unsympathisch. Hätte mal auf Kenten zu Barca gehört, Mann. Kenten zu Barca gehört, Mann. Ja, der hat garantiert gegen China gespielt, ich schwör's. Aber der Call war gut, Paul. Wir kommen zur vierten Frage von Sepp und Brammen. Und die lautet so. Im November 2017 waren Menschen in Argentinien sehr überrascht, weil landesweit Burger King A. ihnen keine Whopper verkaufte und riet, besser bei McDonald's essen zu gehen. Oder B. in Hungry Jack's umbenannt wurde, also Burger King. Oder C. fast alle Artikel aus dem Sortiment nehmen und durch gesunde Alternativen ersetzen musste. Oder D. im Fernsehen zu einer politischen Revolution aufrief. 10 Sekunden für den Chat und für die anderen beiden Teams zum Einschätzen ab jetzt. Das ist, das hat was mit, das hat den Aktienkurs beeinflusst. Ich sag auch ja. Okay, Bram. So, eure Zeit läuft, aber denkt ja, ich an die bin dafür, dass wir sofort den ersten Joker nehmen. Ja, sollten wir tun. Ja. Aber mir fällt auch keiner ein, den wir anrufen. Also. Also, nehmt ihr den. Den Publikum. Ja, ja. Publikum, Alter. Publikum. Den Publikum. Okay. Let's go. Dann schauen wir mal die zwei Antworten, die am wenigsten Prozente bekommen haben. A mit 22 und C mit 23. Okay, cool. Alle What? Haben alles angeklickt, Bram. Da können wir jetzt richtig hart absnacken. Okay, gehen wir ganz kurz durch, ja? C. Fast alle Artikel aus dem Sortiment nehmen durch. Nee, ich glaube C nicht. Aber es könnte sein, dass die festgelegt haben, hey, wenn du Nutri-Score von F hast, dann musst du leider aus dem Sortiment nehmen oder so. Aber es wäre dumm, weil dann wäre es bei Mc's auch so gewesen. Nee, ja, der ist, glaube ich, nicht. Nee, das steht ja nicht in der Frage. Vielleicht war es bei Mc's auch so. Okay, also warum sollte man in Hungry Jacks umbenennen? Weil das im November, also, das ist doch, das muss doch eine kurzfristige Aktion gewesen sein. Das ist doch dann nicht mehr so, oder? Ja, vor allem, du musst ja auch alle Schilder und sowas umändern. Also ist B und C raus, weil das langfristige Aktionen sind. Also muss das irgendwas sein, was im November dann passiert ist und das war im Dezember dann nicht mehr so. Vielleicht ist dieses Doppelmoppel-Gewoppel beim Whopper, dass du halt keinen Whopper kaufen sollst, sondern geh mal lieber zu McDonald's-Zwinker. Erstmal Dankeschön an der Keller für den Raid. Vielen, vielen Dank. Also, Selbstargumentation. Okay, Moment, aber Sepp, kannst du mir das nochmal raushauen? Satirisch. Das verstehe ich nicht. Dass die Satire gemacht haben, dass sie gesagt haben: Zwinker, Zwinker, geht mal lieber zu Mc's, da kriegt ihr coole Sachen. Aber das ist nicht ernst gemeint. Und dann haben sie das Bild irgendwie dargestellt, wie Mc's halt kacke ist. Ah. Aber ja, sie haben gesagt: geht lieber zu Mc's. Ja, okay, das könnt, ja, okay, so als Werbeaktion. So, gut. Als nee, take ich. Hungry Jacks, das ist ja dann so, das heißt, wenn das in Hungry Jacks umbenannt worden wäre, würde ich sagen, das müsste ja dann immer noch, das hieß ja dann nicht nur irgendwie für eine kurzfristige Zeit, nee, so, oder? Nee, dann wird das auch jetzt noch so das heißen, steht ja, quasi. Das steht ja zwar nicht, dass das kurzfristig ist, sehr überrascht, das heißt, doch, wenn Sachen sehr überrascht sind, dann muss das einfach spontan passiert geworden sein. Hungry Jacks, ganz ehrlich, das wird doch dann ewig angekündigt, Burger King zieht sich aus Argentinien zurück, bla bla bla. Hast du das mit, als sich Sky umbenannt hat? Nee, Paul, jetzt nicht, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Also die finde ich halt auch, weiß ich nicht. Ich schon. Ich hab das mitbekommen. Die sind plötzlich wow. Ohne die ist halt schwierig. Revolution? Also das kann man aber halt sehr auslegen. Wow. Ist eine politische Revolution, wenn du sagst, geht auf die Straße und protestiert für geile argentinisches Fleisch in Wuppern. Wie hat denn Burger King im Fernsehen auf, war Mr. Burger King dann am Stissel und hat dann aufgerufen zu irgendeiner Revolution? Ja. Naja, was politisch ist, war das nicht. König. Ja, wirklich, oder, es gibt nur BK. Oder hier, geht auf die Straßen mit einem Burger von Burger King, wenn ihr protestiert. Lass den 3 Tage liegen, dann ist er hart wie ein Stein und dann werft ihn auf Polizisten. Oder was? Okay, also ich bin für A oder C? Ich bin für A. Ja, C, fast alle Artikel. Boah, das ist auch so Nutri-Score-mäßig, aber das müsste dann immer passiert sein. Aber es müsste dann auch bei Mc's passieren. Also es ist ja quasi 1:1 das Gleiche, schmeckt nur ein bisschen anders. Ja, wobei, das steht ja nicht, dass das nicht auch bei Mc's passiert sein kann. Ja, aber das, I don't believe. Oder haben die so ein, nee, da wohnen da nicht nur fette Leute und die wollen da gegenarbeiten. Das ist eine andere Insel gewesen, die wir hier sehen. Könnte das ein Streik gewesen sein bei A? Achtet auf eure Zeit. Oder ein Prank. Ja, oder aber einen Streik könnte ich mir gut vorstellen. Boah, ganz ehrlich, Burger King, so schlechte Arbeitsbedingungen. Bei McDonald's gibt es die besten und wir wollen dieselben haben. Und dann haben die an einem Tag gesagt, geht lieber zu Mc's. Ich brauche jetzt eine Antwort von euch. Ja, das stimmt nicht, wir haben noch Zeit.
Also ich gehe mit deinem A. Ich habe mir dann versucht, dein Herz zu reimen. Ich habe keine Ahnung. Bin dem A, Andi. Okay. Was steht auch nicht. A, Andi. Boah, Digga, das war mir zu spannend. Also wenn wir jetzt, also... Das ist also aber auch so spezifisch, ich finde das gar nicht schlecht, weil es ging ja nur um Whopper. Es ging ja nicht um die anderen Burger. Ich schwöre, die haben von wegen so, ihr vermisst den Whopper nicht, hä? Dann geht doch mal zu McDonald's und versucht da einen zu bestellen. Ja, genau. Ihr Fotzen, was? Oder geht doch mal zu McDonald's, guck doch mal, ob der wirklich stimmt, besser ist. Das geht nur um den Whopper, das habe ich gar nicht so registriert. Gut, dass ihr A genommen habt. Also ihr habt auf jeden Fall die Antwort genommen, die am wenigsten Prozente vom Chat bekommen hat. Aber, ja, sowas... Eigentlich ist das doch smart, oder? Weil... Gleiche Verteilung. Wenn ich einen Whopper will und deswegen gehe ich zu Burger King, die sagen, nee, den gebe ich dir nicht, geh da zu McDonald's und dann sitze ich bei McDonald's und dann habe ich so eine Träne hier, weil ich keinen Whopper essen kann. Das ist doch mega smart. Ich erkläre es euch gleich, wie es war. Erstmal, die anderen beiden Teams sagen, dass ihr das wisst. Burger King und Hungry Jack's ist das gleiche in Australien. In Australien heißt Burger King Hungry Jack's, weil es damals echt? Da einen Rechtsstreit gab. Da gab es schon Burger King quasi, das deswegen müssen die sich da anders nennen. Dann haben die den verloren sogar. Boah, das ist ja. Scheiße. So wie ich das verstanden habe, gab es da auch wirklich nur ein Restaurant, was Burger King hieß und dann hat der ganze Konzern verloren und musste sich Hungry Jack's nennen. Aber gut. Im Fernsehen zu einer politischen Revolution aufrufen. Nee. Da ist schnell einer reingerannt, war bei Burger King, hat gesagt, Leute, jetzt geht los. Ist auch Quatsch. Die richtige Antwort ist... Ah! Ja, Bram! Sehr gut. Das ist gut. Das sind 4 Punkte, wa? Ja, gucken wir gleich. Erstmal zur Erklärung. Es war tatsächlich so, McDonald's hat an dem Tag oder in der Woche eine Charity-Aktion gemacht, wo man für jeden verkauften Big Mac Geld an die Kinderkrebsforschung gespendet hat. Und Burger King hat mitgemacht. Ja, und hat gesagt, stark. Ey, wenn ihr einen Whopper wollt, kriegt dann nicht, geht zu McDonald's. Krass. Stark. Finde ich auch eine ziemlich coole Aktion. Stark. Ja. Wir machen die bankrott, weil die müssen für jeden Burger zahlen die drauf. Vielleicht, ja. Das ist echt strong. Warum sowas Negatives, Sam? Nein, das war... kapitalistisches System. Finde ich aber trotzdem auch geil, aus den eigenen Leute abfangen. Ihr kriegst alles bei mir, außer den Whopper. Den heute nicht. Ja, dann... Aber ich möchte Whopper... Nee. Echt spezifisch auch so. Ne, weil das Äquivalent zum Big Mac war. Ja, das verstehe ich schon. Aber ich meine, das heißt, da steht ja schon jemand bei dir. Der geht ja eh jetzt nicht noch zu Macis, um sich einen Big Mac zu holen. Ja, nimmst du den Big King, der ist eh geiler als der Whopper. Ist auch wirklich, also Big King und Whopper zu vergleichen, finde ich auch also relativ steile These. Aber da mache ich mal einen Podcast drüber. Ja, wir gucken jetzt erstmal, wie viele Punkte ihr bekommt. 22% sagen das. Das ist schon überraschenderweise. Das sind 4 Punkte. Ah, Bram ist smart. 18. Okay, oh, krass. Schlecht aus für uns, Chris. Da haben wir die voll bei den Eiern, ey. Gefährlich. Wir treiben sie vor uns her. Alle haben noch den Telefonjoker. Wie Schafe, Paul. Ich weiß nicht, wie man anrufen soll bei den Sachen. Man sollte sich vorher irgendwie Bührt in unsere Kartei eintragen mit blauen Menschen. Immer eine Armlänge Abstand, denn ja, ich eine ganz Armlänge ehrlich, Abstand. Wir sind letzter. Wenn die also, anderen jetzt nehmen, dass wir das wissen, können wir nicht aufholen. Es gibt keine Bestrafung, wenn ihr den Joker nicht benutzt. Ich will es nur dazu sagen, also ihr müsst ihn nicht nutzen. Peter und Christian, eure letzte Frage des Abends kommt jetzt. Stell dir mal vor, du kriegst eine Strafe dafür, dass du den Joker nicht benutzt. Weshalb saß Dr. Dressler, Arzt in der bekannten Soap Lindenstraße, nach einem Unfall statt der angekündigten 2 Jahre für 30 Jahre im Rollstuhl? Was? Wo sind die Lindenstraßen-Fans? Weil der Hersteller des Rollstuhls den ertragreichen Werbevertrag verlängern wollte, oder B, da Schauspieler Ludwig Haas selbst irgendwann auf einen Rollstuhl angewiesen war, C, weil Autorinnen und Autoren vergaßen, ihn wieder gesund zu schreiben, oder D, so wurde Haas im Privatleben nicht so oft angesprochen. 10 Sekunden für den Chat und für die anderen beiden Teams zum Einschätzen ab jetzt. Da habt ihr eine Frage richtig beantwortet. Wie siehst du das? Ja. Ja, nee, das Super. Ist relativ egal. Bram und Sepp werden sagen, sie wissen das. Das heißt, wir kommen da nicht mehr ran. Warum sollten wir? Weil das sonst keinen Sinn macht. Ihr dürft. Also kennst du einen Lindenstraßen-Experte, den man anrufen könnte? Ich habe noch nie eine Folge davon gesehen und ich kenne überhaupt keinen Menschen, der das guckt. William Hobbs. Meinst du, Dominik Keppeler hat die Lindenstraße früher gesehen? Ich kann euch sagen, Robin Blase hat mal mitgespielt. Also ich, Zeit jemanden nicht mehr anrufen. Ich kenne jemanden, der bei unter uns mitspielt. Meinst du, die Person kennt sich dann in Lindenstraße aus?
War dabei unter uns. Ich auch still mit einem Typen im Rollstuhl. Ja, bei uns, wenn du in der Quizshow sitzt und sagst, Eltern? Mensch, da ist eine Frage zu YouTube, wird es auch jemand anrufen. Was ist mit meinen Eltern? Meine Eltern wüssten das auf keinen Fall. Meine auch nicht, aber ich wollte das mal. Also ich verstehe überhaupt nicht, weshalb saß Dr. Dressler, Arzt, in dem... Also in der Serie saß der... In der Serie, ja. Es geht um die Serienfigur. Also ich finde A und B nachvollziehbar, ich finde C und D weniger nachvollziehbar. Ja, das kann doch auch sein, wenn ihr einfach vergessen, ihn wieder gesund zu schreiben. Einfach witzig, dass ich kenne Jean Haas und nicht Ludwig Haas. Der Schauspieler... Du spielst gerade Backpack Battles, möchte ich nur mal sagen. Also B kann ich mir halt vorstellen, weil das wäre schon ziemlich übel. Weil, wie willst du das machen, wenn der im Rollstuhl sitzt, aber du hast irgendwie eine Woche vorher den so geschrieben, dass der wieder gelaufen. Ich weiß aber überhaupt nicht, ich habe Ludwig Haas noch nie gesehen, ob der vielleicht wirklich im Rollstuhl saß. Ludwig. Ich finde, wir sollten auf jeden Fall jemanden anrufen. Und wen denn? Ich weiß nicht wen. Dominik Kepler. Finde ich super. Ja, der an. Weiß halt nicht. Aber der weiß das bestimmt. Nein, der hat zwei Sterne. Als ich. Ja. Er hat ein Ein-Stern-Restaurant. Aha. Hatte oder hat? Hatte. Ja, ist ja gerade neu vergeben worden. Moment, stimmt, ist der wieder vergeben worden? Ja, der hat den auch noch. Ich will nur den ganzen deswegen willst du ihn anrufen, du willst ihm nur gratulieren. Das ist richtig. Schnelligens hier. Du willst ihm nur gratulieren. Ach krass, okay. Also er hat ihn gehalten sozusagen. Also ihr wollt jemanden anrufen erstmal. Ja, okay, dann zieh ich den Chat, ist die letzte den Frage. Joker und ihr müsst nicht. Die Zeit ist angehalten. Lieber Chat, es hat eben gerade geleckt, jetzt geht's wieder, also im Zweifel F5. Will ich nur dazu sagen. Ich rufe okay. Dominik schneller. Ruf dir Dominik okay, an. Okay, dann rufst du den an. Auch nein, ich hab die Nummer von dem, glaube ich, gar nicht. Ich ruf schneller an. Instagram. Instagram. Einfach eine Story machen. Dominik, ruf mich an, ist einfach eine Story. Ja, hier ist meine Nummer. Ach scheiße, der hat diese Mucke, wenn man den anruft. Ja, ja, mega GEMA-Musik. What? Dominik, wir sind gerade in der Spielshow, ja? Und wir, ja, und wir brauchen deine Hilfe. Halt mal dein Handy anders, bitte. Aber als allererstes, herzlichen Glückwunsch zum Halten des Sterns. Vielen herzlichen Dank. Ja, sehr gut. So, okay, jetzt die Frage. Interessiert den nicht. Was, Moment. Halt dein Handy anders, was sieht vielleicht die Nummer? Ach so. Nein, man sieht die Nummer nicht, man sieht nur Dominik Kepler. Ah, ja, okay. Ja, sorry, dass wir vorsichtig sind. Nein, habe ich nicht. Die Jungs schreien mir hier die ganze Zeit ins Ohr und haben keine Ahnung. Ja, sorry. Also, okay. Warte. Nein, habe ich nicht. Ja, ich habe den Kopfhörer abgenommen, weil ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren, wenn ich hier fünf Stimmen über die Kopfhörer reinkriege. Ich schreibe mir jetzt einen großen Stand, der Nummer wurde geleakt. Deshalb saß Dr. Dressler, Arzt in der bekannten Saublindenstraße, nach einem Unfall statt der angekündigten 2 Jahre für 30 Jahre im Rollstuhl. Bist du Lindenstraßen-Fan? Willst du mich verarschen? willst du mich verarschen? Ich habe nicht einmal in meinem Leben Lindenstraßen. Was ist los für euch? Ich wollte dich primär anrufen, um live dir zu gratulieren. Aber. Wow. Okay, pass auf. Aber ich gebe dir die Antwortmöglichkeiten. Also, der Dude sollte nur 2 Jahre in dem Rollstuhl sitzen, aber musste dann doch 30 Jahre im Rollstuhl sitzen, weil A. der Hersteller des Rollstuhls den ertragreichen Werbevertrag verlängern wollte. Das nimmt oder Dominik. B, der Schauspieler Ludwig Haas selbst irgendwann auf einen Rollstuhl angewiesen war. Oder C, weil Autorinnen und Autoren vergaßen, ihn wieder gesund zu schreiben. Oder D, so wurde Haas im Privatleben nicht so oft angesprochen. Was hältst du das für macht wahrscheinlich keinen Sinn? Also warum, D ist privat? Ich hatte A für mein... Geht immer um Kohle, ne? Habe ich mir auch schon direkt gedacht. Es geht immer um Geld. Ja, so sieht's nämlich aus. Okay, super. Danke dir für deine Einschätzung, Dominik. Sehr gerne. Und Grüße ans und Team, ne? Herzlichen Dank. Jo. Ja, mach ich. Tschüss. Danke. Ciao. Okay, wir nehmen B. So, jetzt höre ich euch wieder. B finde ich also war Antwort, überfordert für mich gerade in dem Moment. Hey, also, sorry, ne? Ich finde D ist eine echt... darf ja nicht wieder passieren hier. Ich finde D eine echt freche Antwort, weil das würde ja einfach nur heißen, dass die Leute im Rollstuhl nicht so oft angesprochen werden, obwohl die den gleichen, das finde ich echt. Nein, frech. Weil er nicht so einfach erkannt worden ist, weil er nicht im Rollstuhl in echt unterwegs war. Oh mein Gott. Psst, Paul, okay. Jetzt. Sorry, aber das... Ja, aber das ist doch im Endeffekt... Nee. Also ich finde es... Ja, keine Ahnung. C kann ich mir nicht denken. A kann ich mir vorstellen und B kann ich mir auch vorstellen. Das Problem ist, ich habe natürlich kein Bild von dem vor Augen.
Aber dass er dann zufälligerweise genau dann in den Rollstuhl muss und dann noch 30 Jahre die Rolle spielt, das finde ich auch schon krass. Ja, da müsste der ja, stimmt, da müsste der auch eine kleine Pause gehabt haben. Also sagen wir mal, das passiert durch einen Unfall, dass du plötzlich auf einen Rollstuhl angewiesen bist. Ne, dann hast du dann nicht auch sowas wie Reha, Physio, alles? Ja, ja. Aber der heißt gar nicht Dr. Reha. Ach, lass uns A nehmen. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe letztes Mal verkackt, also entscheid du diesmal. Banane. Ja, wir nehmen A, Andi. Okay, den Werbevertrag. So, okay. Die anderen beiden Teams sind sich sicher, dass ihr das wisst. Klar. Das ist ja komisch. Mhm. Der Ludwig Haas, also Lindenstraße läuft ja mittlerweile nicht mehr seit, ich glaube, 2 oder 3 Jahren Bitte nicht lass mehr. Es C sein. Wurde ja. abgesetzt. Und Haas, wieso? Weil er mittlerweile wieder laufen hätte können. Ja. Die Werbegelder sind flossen nicht mehr. Dann haben die gesagt, ne, Lindenstraße, jetzt nicht mehr. Also es war ja öffentlich-rechtlich, ne? Lief ja in der ARD. Und Werbeverträge. Darf man da überhaupt werben? Ja, geht als so. Ob es das na, nicht gibt. Natürlich, also, die haben doch damals schon argumentiert, mit, die müssen Tatort mit der Zeit der Mercedes so auf die Kamera drehen. Ja. Die Argumentation war damals, die müssen doch auch mit der Zeit gehen. Haribo bei Wettas. Die Argumentation war, wir müssen auch werben dürfen, weil das in der Zeit ist. Also, ja, ich glaube, unterstützt durch Produktplatzierung ist auch so eine Einblendung, die in der ARD hin und wieder mal oben rechts zu sehen ist. Uhr, auch ja. Während der Tagesshow so. Na, der Spot vor der Tagesshow ist doch der teuerste Werbespot. Das wird bald in der Tagesshow. Ja. So, bevor wir zum Wetter kommen, noch ganz kurz Mercedes. Das ist richtig krass. Jetzt zum Wetter. Das war die Bösen haben auch die Mercedes gefahren. Audi. Die sind mit dem Opel immer da in die Böschung reingeschleudert. Ich glaube, wenn ich nicht falsch liege, ist die Werbung vor der Tagesschau auch die letzte Werbung, die die ARD zeigen darf, weil ab 20 Uhr dürfen die keine Werbung mehr zeigen. Ja. Aber die ist auch ziemlich teuer, glaube ich. Müsste so sein, ja. Ludwig Haas, der Sekunde Schauspieler. Ungefähr. Ist leider mittlerweile auch schon verstorben, aber war im Privatleben nicht auf einen Rollstuhl angewiesen. Aber jetzt wäre es einfacher, ihn zu handeln in einem Rollstuhl. Ja. Alter, ich würde so gerne gerade einen High Five geben, nur für den Joke, war einfach so kurz, zack. Geschmackloser Witz, ich bin dabei. Abgeholt worden, aber komplett. Die richtige Antwort, es ist tatsächlich D. Was? Sie haben vergessen, ihn gesund zu schreiben. Ja, aber das ist auch so eine Randserie gewesen im ARD. Passt doch zu Lindenstein. Wäre auch kein, ist auch kein ZDF. Oder wo auch immer die lief. Also er hatte tatsächlich in der Serie einen Unfall. Dann wurde gesagt, ja, zwei Jahre. Ne, dann Rippen so lange gebrochen. Sitzen sie im Rollstuhl. Und tatsächlich hat man nach 2 Jahren einfach vergessen, wieder reinzuschreiben ins Drehbuch, dass er jetzt wieder gehen kann. Aber ist er auch so selber toll. Nicht mal auf die Idee gekommen zu sagen, Digga, ich möchte wieder laufen. Das ist 2 Jahre her. Das ist doch viel entspannter, du kannst die ganze Zeit fahren, das ist doch super. Also zumindest, wenn du halt nicht drauf angewiesen bist, ne? Ja, aber also ich habe das manchmal geguckt. Er hatte immer Gung hat ihn immer da rumgefahren dann im Rollstuhl. Ich kann mich noch dran erinnern. Ja, das war sein, weiß ich nicht, der hat da mit ihm da gewohnt, der hat ihm da immer geholfen. Der hat ihn dann da immer rumgeschoben. Und zwar für 30 Jahre, hat man einfach vergessen. Das klingt wie bei American Dad, war doch die eine auch immer schwanger. Also, zum Beispiel. Na, auch 30 Jahre. Ja. War immer schwanger. Oder Family Guy Stewie wird auch nie älter. Ja. Ja, genau. Also stimmt. Es gibt keine Punkte hier für die Teams. Wir schauen trotzdem, wie viele C gesagt haben im Chat. Im Chat. Wie viele? Komm mal da. Oh, das ist ja jeder hier. 32%. Nicht mal ein Drittel überraschend viel. Ich bin trotzdem überraschend. Ich fand's auch viel. Ja, ich auch. Ich bin bei Pinner. Ich wollte nur irgendwas sagen. Tut mir leid. Hat einen langen Tag, ja. Lass mich ein bisschen Trash-Talk. Da hast du auch gehabt. Da hast du dir verdient den Trash-Talk. Also Peter, er und Christian, ihr habt eine Frage richtig beantwortet. Ja, war scheiße. Ja, immerhin. 14 Punkte eine aktuell. Frage, ihr könnt noch insgesamt 4 machen. Sind wir Schweizer, ja? Wir können auch voll verkacken. Aber ich bin doch nicht gewonnen. Dann fängt er mal an, nach unten zu hauen. Das kann er gut. Nein. Flo und Paul, eure letzte Frage, die kommt jetzt. Okay. White Line Fever ist nicht nur der Name der Autobiografie von Lemmy Kilmister, sondern bezeichnet auch A. die Immunität gegen den Hauptwirkstoff in Kokain oder B. eine komplett leere Seite in einem Buch, C. das Phänomen, wenn ein Tennisprofi den Aufschlag verlernt oder D. einen Bewusstseinszustand, bei dem man eine lange Autofahrt macht, ohne sich danach daran erinnern zu können.
10 Sekunden für die anderen beiden Teams und für den Chat. A, B, C oder D? Zeit ist abgelaufen. Ich habe keine Ahnung, mein erster Gedanke war aber schon, bevor die Antwortmöglichkeiten kamen, Kokain. Kokain ist immer eine Lösung, ne? Aber ich glaube, weiß es nicht. Ich glaube, das ist ein Songtitel. Ich überlege gerade ganz krampfhaft, woher ich den... Das ist irgendein Metalcore-Song. Ist Lemmy Kilmister Musiker? Zu mich rollen? Das ist der Motorhead. Bitte was? LOL. Alter Paul. Digga. Ja. Das ist jetzt schlimm gewesen. Das ist richtig. Ja. Alles gut, aber das ist ja, das macht es ja noch viel einfacher jetzt. Was ist denn das? Was war denn das für ein Song, Alter? White Line Fever. Ich kann es dir tatsächlich sagen, weil Formula Lena hat es gerade eben in den Chat geschrieben. Ist ja auch kein Spoiler. Der Song ist von Asking Alexandria. Asking Alexandria, stimmt. Oh. Worum geht's in dem fucking Song? Um White Line Fever. Aber ja, das ist an sich korrekt. Aber was genau ist das Thema da? Kennst du jemanden? Also bei Rockern geht es da auch um Kokain. Also. Ich würde da jemanden kennen, der das bestimmt weiß. Na, also ich kenne jemanden, der sich mit Tennis auskennt, mit, aber wenn, Büchern. Wenn Lena das gerade einfach völlig selbstbewusst in den Chat geschrieben hat, wäre es nicht voll sinnvoll, sie anzurufen? Hast du die Nummer? Ich habe leider die Nummer nicht, muss ich an der Stelle sagen. Fett Meinst du, Lena weiß das? Naja, wenn Andi gerade sagt, die hat das in den Chat geschrieben, einfach instant, dann könnte Andi sie ja wissen, worum es geht. Wie Andi den Freund wieder hilft, Alter, weißt du? Wie aktiv in die Fragen beantwortet eigentlich. Satz sagen. Endlich kann ich den Satz sagen. Aber hat sie nicht Andi nur gesagt, von wem das Aber hat sie nicht nur gesagt, von wem der Song ist? Ja, aber meistens weiß man dann auch, worum es geht in dem Song, wenn man das so schnell weiß. So. Also rufe ich jetzt Lena an. Ja? Ganz kurz, ich glaube, es ist B. Ich glaube, das ist, wenn ein Schriftsteller nicht eine Idee hat, wie man weiterschreibt. Ich glaube, dass es B ist. Okay. Ich glaube, wenn du keine Idee hast, wie du weiterschreiben sollst, wie du deine Geschichte fortführen sollst, ich glaube, dass es B ist. Aber ruf an. Okay. Also ihr nehmt den Anruf. Lena, ich rufe dich jetzt an. In Discord? Lena, ich will dich. Ich möchte bloß vorher einmal kurz gecallt haben, dass es, glaube ich, B ist. Ich glaube wirklich, dass es, wenn du nicht weißt, wie du weiter schreiben sollst. Und daran. Hallo, Lena. Guck mal, sie dreht ein Telefon, Alter. Das ist ja der Wahnsinn. Guten Abend. Woher konnte sie das nur wissen, Andi? Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber Flo und ich sitzen hier in einer Gameshow. Live so? Bei den Peace, ja. Und wir haben eine Frage. Soll ich dir die Frage vorlesen oder willst du sie selber lesen? Dann lies sie mal bitte vor, das gehört ja hier mit dazu. Ne? Okay. So, also, sehr gut. White Line Fever ist nicht nur der Name der Autobiografie von Lemmy Kilmister, der natürlich von Motorhead ist, sondern bezeichnet auch A, die Immunität gegen den Hauptwirkstoff in Kokain, B, wenn's das ist, dann sag ich, dann war klar, dass sie das weiß. Leere Seite in einem Buch, C, das Phänomen, wenn ein Tennisprofi den Aufschlag verlernt, oder D, ein Bewusstseinszustand, bei dem man eine lange Autofahrt macht, ohne sich daran erinnern zu können. Hast du eine Idee dazu? Also ich kenne, wie gesagt, den Song von Asking Alexandria, ist übrigens eine sehr gute Band. Ich meine, mal schon mal was mit D gehört zu haben, mit der Autofahrt. Aber ich bin mir nicht zu 100% sicher. Also ich würde mich nicht auf mich selbst verlassen. Und du hättest nicht googeln können in der Zwischenzeit. Das wäre unfair. Ehrenlena! Alles klar. Gut, dann danke ich dir für deine Einschätzung und wir gehen nochmal in die Beratung mit meinem Teamkameraden. Mach das einen schönen Abend noch und liebe Grüße an den Chat. Ebenso, tschüss. Sehr schön. Pass auf. Ehrenvoll, die Frau. Finde ich, in Anbetracht der Tatsache, dass Lemmy Kilmister auch wahrscheinlich viel Auto gefahren ist, reingehalten hat, was Alkohol und Drogen angeht. Ja. Und dass so ein Bewusstseinszustand, bei dem man eine lange Autofahrt macht, also so eine lange Reise, wo du dich an viele Punkte nicht erinnern kannst, weil du dich so weggeschossen hast. Ich finde, das ist eine schöne Herleitung. Ich kenne ja sogar dieses Phänomen auch ohne Drogen.
Also du kennst das ja so bei Strecken, die du schon tausendmal gefahren bist, wo ich nicht wüsste, wie ich da jetzt hingekommen bin, aber ich weiß, dass ich da hingekommen bin. Ja, kenne ich auch, aber bei mir liegt das an meiner krassen Heroinsucht. Ja, okay. Immer cool, dass du da so offen mit umgehst. Ja, ja, ich finde das auch. Das wurde mal als Hustensaft eingesetzt. Das ist doch jetzt auch legal, oder nicht? Ja, 20 genau. Gramm Koks genau, oder so. Er ist nach dem 1. April, Christian. Habe ich das jetzt falsch verstanden? Oder? 20 Gramm Koks. Und darfst aber nicht 100 Meter nah an der Kita vorbeifahren. Ja. Achtet auf eure Zeit. Ja, komm, ja. Lass den nehmen. Wir gehen full Lena, klar. Wir gehen jetzt full Lena. Ja, logisch. Ich finde die Herleitung schön. Ich finde, Lena hat da gut. Gut, ja? Augenzwinkernd gesagt, D. Also, gut, Augenzwinkern. Ja. Soll ich einloggen? Ja, bitte. Okay, D. Zwinker, let's go, D. Gut, also die anderen beiden Teams waren sich wieder nicht einig. Piet und Christian sagen, das wisst ihr nicht. Sepp und Bram sagen, das wisst ihr. Ja, müssen wir ja. Müsst ihr ja rechnerisch machen. Also, White Line Fever ist eben diese Autobiografie. Ist auch der Song, haben wir jetzt auch rausgefunden. Das Wort Auto auch schon drin. Stimmt, der hat ein Buch über Autos geschrieben. Also auch wenn man Lemmy Kilmister, glaube ich, recht viel nachsagt. Ich will mir jetzt nicht so unterstellen, aber wahrscheinlich war da auch Kokain mit im Spiel. Aber ist es tatsächlich nicht. Ich glaube, der hat selber gesagt, dass er ziemlich viel Drogen und Alkohol in sich reingeschüttet hat. Ja, und der ist mal fast gestorben, weil er vom Quad gefallen ist in seinem Garten. Wo er sich aber nicht daran erinnern konnte, wie er da langgefahren ist. Ja. Weil er eine lange Quadfahrt gemacht hat, die er sich nicht mehr erinnern konnte. Ja, das ist gut. Kreis. Kreis, 30 Stunden. Wir haben noch die komplett leere Seite, den Tennisprofi und den Bewusstseinszustand. Wenn ein Tennisprofi den Aufschlag verlernt, da gibt es ja auch weiße Linien auf dem Boden. Ne? Die hast du dir ausgedacht. Oh, aber habe ich mir ausgedacht, ja. Mhm. Also bleibt noch B und D. Und die richtige Antwort ist D. Oh, yeah, Lena hat danke. Stark, Lena. Raus. Yes. Stark. Danke, Gero. Dank. Habt ihr gut gemacht. Und jetzt, und das wussten aber nur 2%. No. Erstmal bekommen Sepp und Bram 2 Punkte, weil ihr richtig eingeschätzt habt. Damit aktuell Sepp und Bram in Führung, aber Flo und Paul bekommen 2 Punkte. Und zwar gibt es nur einen dafür, weil das jeder das wusste. Glaube ich nicht. Gucken wir jetzt, wie viele im Chat wussten das? Common Knowledge einfach. Stopp. Alle wissen das. Alle wissen das. 50% wussten das. Oh, Sepp ist doch in Game, Alter. 50% wussten. Ja, 2 Punkte sind das. Damit Flo und Paul bei 21. Okay, wen rufen wir an? Alter, ich könnte mir jetzt erstmal ein Spekulatius. Ey, wenn wir jetzt wegen dem einen Punkt, den wir fairerweise geschenkt haben. Ja, dann kannst du das mir in die Schuhe schieben. Dann kannst du mal erzählen, dass ihr als Gäste gewinnt oder Großzügigkeit missbrauchen. Oh, dann kannst du überall erzählen, ich hätte gewonnen, aber Flo hat's verkackt. Das für ein Ego ist das okay, das kann man wegstellen. Alles gut. Also die letzte Frage. Stand together, we fall together, man. Die letzte Frage des heutigen Abends geht an Sepp und Brammen. Ihr habt noch den Telefonjoker und eure Frage lautet: Wir werden jemanden anrufen. Leo der 13. Papst von 1878 bis 1903 war nicht nur der älteste amtierende Papst aller Zeiten, sondern A. bewarb während seiner Amtszeit aktiv einen mit Kokain versetzten Wein. Da haben wir es wieder. Oder B. war gleichzeitig auch der König Italiens. C. hielt auch den Weltrekord im 200 Meter Hürdenrennen. Über Wasser. Oder D. spielte bei einer Generalaudienz auf dem Petersplatz Harfe. 10 Sekunden für die anderen beiden Teams und für den Chat. Ab jetzt A, ist ja C, klar, oder D. Ne? Ja. Wissen sie nicht. Das wissen und die nicht. Eure Zeit läuft. Okay, wir nehmen den Telefonjoker. Ja. Ja, die Frage ist, wen rufen wir an? Ich schlage einfach vor, den Papst. Weil, ja, der Papst wäre cool. Ich wüsste auf Anhieb niemanden. Wenn du auch niemanden weißt, schlag einfach der Lustigkeit halber und der Konsistenz der Folgen halt vor Rezo vor. Ich wüsste vielleicht noch einen besseren. Ja, dann nimm den. Nee, nee, doch. Würde ich kurz mit dir diskutieren. Henno ist so, zumindest was so Vergangenheit und Wein und Kokain auch ganz groß. Das ist ja nicht Mittelalter, aber ist halt
ist halt schon was älter. Ich finde auch Enno mittelalterlich. Enno ist schon was älter, um es sehen an. Nein, der kennt sich halt einfach mit alten Sachen ganz gut aus. Also von mir aus können wir auch Enno anrufen. Ah, okay. Soll ich du? Ja, mach du. Okay, ich rufe Hand auf Blatt an. Warte, ich rufe schneller an, dann ist die Nummer blockiert. Das hat man auch noch nicht. Warte. Wie war der jetzt? Habe ich schon gewählt. Du hast schon gewählt, okay. Ja. Die gewählte Nummer ist nicht vergeben, weil ich Gott sei Dank die falsche gewählt habe. Der hat seine Handynummer mal gewechselt. Weil, ja. Wenn er nicht dran geht, dürfen wir noch einen anderen anrufen. Genau, einen anderen dürft ihr nehmen. Ja. Oder würde mir noch einer allen fallen. Ja, dann ist mir leider jetzt. Okay, ja. Ja, jetzt gib mir mal kurz, ne? Ja, ich muss Handy kurz suchen. Der Wein liegt da irgendwo. Hallo, hier ist die. Ich wollte, bevor ich jetzt irgendwie eine Nummer sage, von 01, whatever. Genau, deswegen. Ja. Also, okay, das hat nicht geklappt. Das heißt, ihr dürft jetzt noch eine andere Person anrufen. Wenn die auch nicht dran geht, dann ist der Joker weg. Okay, wir können gerne auch Rezo anrufen, wenn du möchtest. Wenn du einen besseren hast, nehme ich den. Mir ist gerade eingefallen, Head of Intrige Maurice Weber kennt sich sehr gut gerade bei Crusader Kings mit so. Dann ruf den an. Mit so Sachen aus. Moment mal, habe ich die Nummer von dem? Ich habe die Nummer. Oh, Maurice ist stark, glaube ich. Das ist ein guter Call. ja, ich hätte die Nummer. Wenn du rufst, ja, ja. Ja, okay. Okay. Aber sonst probier einfach auch WhatsApp. Also manchmal ist das mit dem Handy und so. Und Rezo sitzt die ganze Zeit zu Hause. Mann, warum haben die mich nie angerufen? Ich weiß das! Wenn er gewählt hat, ist over, ne? Oh, Max ruft gerade zurück. Darf ich da dran gehen? Kannst du auch machen. Und Rezo ist anscheinend auch nicht dran gegangen. Ja, deswegen. Hallo, willkommen. Wir sind gerade in der Spielshow und live. Hallo, hallo, freut mich, ja. Endlich bin ich dabei. Hallo, wir sind bei weiß, was du nicht weißt. Und wir haben hier eine Frage vor uns und wir haben keine Ahnung. Telefonjoker? Du bist mein Telefon, unser Telefonjoker. Ich bin gerade im Brauhaus und orgel mir 8, da habe ich einen ran, aber ich verlor ihn. Nein, aber beste Voraussetzung. Darf ich dich trotzdem kurz stören, ja? Na klar. Okay, pass auf, die Frage ist, Leo der 13. Papst von 1878 bis 1903, war nicht nur der älteste amtierende Papst aller Zeiten, sondern A, bewarb während seiner Amtszeit aktiv einen mit Kokain versetzten Wein. Das ist falsch. B, war gleichzeitig auch der König Italiens. König Italiens. C, hielt auch den Weltrekord im 200 Meter Hürdenrennen. Könnte sein. Oder D, spielte bei einer Generalaudienz auf dem Petersplatz Harfe. Boah, das klingt am wahrscheinlichsten, weil es so unwahrscheinlich ist. Also, ich bin dein Telefonjoker, oder wie ist das? Das ist richtig, ja. Das heißt, du verlässt dich auf eine ordentliche Antwort. also ich mag Geschichte, aber von diesem Leopard oder Leo habe ich noch nie gehört. Also, das rationale Ich tendiert zu B. Ja. Aber ich würde, also mein Bauchgefühl sagt D, weil die Frage, die kommt ja nicht von irgendwo, verstehst du, wie ich meine? Ja, die wurde ja konzipiert. Fühl dich, ja. Das ist ja redaktionell aufbereitet und dieses Hafe-Ding auf. Das geht an die runter wie Öl. Muss ich das jetzt entscheiden oder gebe ich dir nur Input und du entscheidest? Nee, du gibst nur Input und ich könnte das einfach entscheiden. Ja, dann hast du es jetzt. Alles klar. Ich würde jetzt weiter mir Hafelbräu reinkriegen. Viel Spaß. Viel Spaß euch. Tschüssi. Okay, wenn wir jetzt gerade anrufen, ist Maurice Weber. Nein, nein. Ich schreibe ihm nur ganz kurz, da nicht hat. Ja, Sepp, was machen wir damit? Die Zeit geht weiter. Was machen wir damit? Ja. Also mein Bauchgefühl oder mein Wissen sagt mir zumindest, dass es, meine ich, auch eine Zeit gab, wo der Papst auch König von Italien hätte sein können. Aber ich glaube, das war früher. Ich hab mal eine Frage. Meint ihr, Rezo hätte das lustigerweise auch wissen können, weil er aus einer Priesterfamilie kommt? Ja, stand noch ein paar Mal im Chat, ja. Oh, das wäre natürlich smart gewesen. Der hat sich doch in letzter Zeit so viel mit dem Typen angelegt, der da so eine Scheiße erzählt. Mit dem ganz verrückten Jungen. Das wissen die Jungs nicht. Die kriegen sowas nicht jetzt. Der hatte Beef mit so einem erzkatholischen Vollpfosten und da hat er ein paar Mal erwähnt, dass seine Family ja auch. Seine Eltern beide irgendwie Priester sind oder so. Weiß ich nicht. Guck mal, Henno ist jetzt auch im Chat, aber ich sag nicht, was er schreibt. Also,
König Italiens, also ist zumindest möglich, aber ich finde sein Ansatz mit, boah, das muss sich irgendein Dulli ja auch, also Ben oder Andi, halt auch ausdenken. Und also das mit dem Hafer auf dem Petersplatz, vielleicht war der Hafer Main und hat sich gedacht, boah, ich gönne hier doch mal meinem Volk ein bisschen Gesangseinlage oder hier Showeinlage. Okay, pass auf, ganz kurz, ja. König von Italien, sag ich, nee, das nicht. Weil das doch immer so krass getrennt war und sein musste, weil doch mal irgendwie dieses vatikanische erste Konzil oder so doch dann gesagt hat, dem Vatikan wird irgendwie recht gemacht und so, das kann doch nicht sein, dass der ich meine, das wäre die ultimative GAU gewesen, in der Zeit dann Rom und Vatikan wieder zu einem Land zu machen, weil ich eh König von beiden bin. Deswegen würde ich B rausnehmen. So, war ja auch Amtszeit nur 5 Jahre, ne? Ja. Aber ist ja geil. Hat wieso 5 Jahre? Nee, 1978 bis 1903. Nee, 25 Jahre. Ich hab nichts gesagt. So, bewirbt er was? Also das Kokainwein, vielleicht wusste er nicht, das ist wie bei diesen Influencern, die nicht wissen, was sie so bewerben. Aber steht, und dann ist auf einmal aktiv Kokain drin gewesen. Nee, aktiv bewarb er das. Das müsste er dann gewusst haben. Also wieso, ich dachte, aktiv der hat gesagt, hier, kauf diese Flasche. Ja, aber der wird doch dann gewusst haben, dass da kokainversetzter Wein drin ist, oder? Ja, aber da steht ja nur aktiv und nicht wissen. Das haben die Influencer ja auch nicht. Genau. Aber... Ja. Okay, ja, okay, ist ein Punkt. Was möchtest du nehmen? Ich bin trotzdem für D. Ich gehe mit D. Ja, Henno, wir machen das. Wenn Henno uns jetzt enttäuscht, dann ist der schuld sein. Ey, gemeinsam. Danach. Man orgelt er sich auch an einem Dienstag einreihen, ja? Weil Bram, danach geht die nächste Runde auf und uns. Wenn wieso das hat er mich nicht eingeladen? Ja. Okay, also ihr lockt D ein, ja? Dennis, wer geht denn schon an einem Dienstag eintrinken? Ist ja wirklich einfach Absurdität. Ey, überhaupt. Paul, ne? Solche Leute kann ich gar nicht leiden. Ne, ich auch nicht. Also, dann loggen wir D ein auf Geheiß von Henno. Okay, also, wir schauen erstmal, was die anderen beiden Teams sagen. Und Peter und Christian sagen, das wisst ihr nicht. Flo und Paul sagen, das wisst ihr. Aktuell seid ihr einen Punkt hinten dran. Also den Weltrekord können die mit 4, wenn das richtig ist, reicht das wahrscheinlich sogar. Den Weltrekord im 200 Meter Hürdenrennen, das wäre zwar ein sehr schönes Bild, hätte ich mir auch gerne angeguckt, aber es leider falsch. Mit dem Ding so. Aber vor allen Dingen der älteste amtierende Papst, warum sollte der auch noch die 200 Meter Hürden gewinnen? Ja, 90 oder so. Ich würde sagen, vielleicht hätte die ja mit 20 oder so. Ja, stimmt. Geholt. Hätte und hat den Rekord können, einfach ja 30 Jahre gehalten. Das ist mega smart, soweit habe ich nicht gedacht. Ja, mit dem Hut und dem Anzug in der Hand. Rennt er da darüber und der Papst rennt. Er springt ja wohl die erste Hürde. Die zweite Hürde. Das ich mir richtig mal. Der Papst, hat die anderen Fahrer abgehalten. Der gibt alles hier. Das stelle ich mir richtig gut vor. Boah, der Sportkommentator wäre aber da gerne gewesen. Anfang des 19. Jahrhunderts. Echt, weil dann hätten sie auch die schießen. Anfang des 20. Jahrhunderts. Die schießen aufeinander. Ja. Der Papst macht mit beim Hürdenlauf. Ja. Das muss so geil gewesen sein. Mega Zeit einfach. König Italiens kann ja gar nicht sein. Also die Kirche wollte doch immer nur die Ränkespiele von hinten leiten. Von hinten, die Kirche. Ja, dann nur bei ganz so bestimmten Leuten. So, Mann, Alter. Ist Maurice gerade im Chat? Habe ich gar nicht gesehen, aber... Oh, könnte sein. Hallo Maurice, grüße. Ja. Hättest du es gewusst? Ja, jetzt... Wahrscheinlich. Das war ist natürlich B, weiß jeder. Ja. Er war auch tatsächlich nicht gleichzeitig der König Italiens. Also das, wo Henno gesagt hat, vielleicht, ist tatsächlich falsch. Es bleibt noch A und D. Und die richtige Antwort... Oh, er war der erste Fake-Influencer. Ja, yes, wirklich. Glaube ich nicht. Andi hat eben schon gesagt, dann ist ja wieder das Gleiche. Die Fragen sind hintereinander vorbereitet. Paul, der hat Hafe gespielt. Außerdem, Hafe hat auch Rechtschreibfehler. Ja, der hat Hafe gespielt. Er war Influencer. Oh, was? Ja, tatsächlich. So geil, 2 Punkte für uns. Rechtschreibfehler. Ja, ne, Hafer hat keine Rechtschreibfehler. Das wäre ein Joke. Also das sind 2 Punkte für Peter und Christian, aber sonst keine Punkte. Krass. Ja, damit Flo und Paul gewinnen diese Ausgabe. Erstmal mit einem Punkt. Gegen einen Punkt, ja. Er lässt sich hängen, Flo. Nein, ich bin zu doof. Gottes Willen, Alter. Ist okay, ich möchte das nicht. Sehr gut. Also,
Es war tatsächlich so, er hat den einfach sehr lecker gefunden, diesen Wein. Ja, dachte ich mir. Hätte ich auch. Er hat den so wach gemacht, bestimmt. Ja, also das war natürlich eine Zeit, es ist eine Art Vorvariante der Coca-Cola. Damals war Coca-Cola ja auch noch mit Kokain. Und das war damals, hat man irgendwie so gemacht. Und er hat das mal beworben auf einem Plakat. Also er hat sich da richtig fotografieren lassen in dieser Flasche und hat gesagt, das ist lecker. Das mag er gerne. So, geil. Ja, hat er gemacht. Ich verstehe gar nicht, warum der den so lecker fand. Papst approved, Alter. Man muss dazu sagen, das war auch im Jahr 1903. Also da war eh nicht mehr so viel Zeit, bis er dann, also vielleicht war da schon ein bisschen oben in der Birne durch dann. Wer durch, weiß. Keine durch Ahnung. Den Kokainwein weil, vielleicht. Genau, weil er den 10 Jahre lang konsumiert hat. Ja, wir schauen trotzdem mal, wie viele Punkte es gegeben hätte. Wie viele im Chat haben A gesagt? Oh, hätte nicht gereicht. Oh, 33% wären 3 Punkte gewesen. Das wäre Gleichstand gewesen. Aber es wäre Gleichstand gewesen. Holy. Tja, das waren alle Fragen. Und ich, ist das das erste Mal, dass ein Auswärtsteam hier gewinnt? Oder hatten wir das schon mal bei Brain Battle? Ich glaube, wir hatten das schon mal bei Brain Battle. Bei Brain Battle kann ich mir nicht vorstellen. So klug ist doch niemand von extern. Aber wir haben mal Brain Battle zusammen gewonnen, Dennis. Das kann natürlich sein. Ja, das kann ich bestätigen. Zumindest so, ja. Herzlichen Glückwunsch an euch. Der Chat hat an euch geglaubt. Ihr habt delivered. Ja, stimmt. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, Chat. Dankeschön. Ich fühle mich sehr geehrt. Samen bekommen haben. Ja, das war diese Ausgabe. Ich weiß, so, dass du nicht einfach weißt. So stehen lassen. Samen bekommen. Okay. So heißt das doch bei uns. Flo, wir haben jetzt auch dein Genpool. Den klonen wir jetzt auch 8 Milliarden Tonnen mal. Also. Ja, das ist wirklich verrückt, finde ich. Das hat mich heute gechanged. Ja. Hela. Würde mich interessieren, wer das im Chat... Hela-Ketchup kann ich nie wieder mit denselben aussehen. Würde mich interessieren, wie viele im Chat da schon mal mit Hela-Zellen in Kontakt gekommen sind. Müssten ja einige sein, die in der Wissenschaft arbeiten. Vielen Dank an Flo und Paul, dass ihr hier mitgemacht habt. Und nochmal herzlichen Glückwunsch. Danke für die Einladung. Vielen Dank für die Einladung, ja, auf jeden Fall. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön auch an Ben, ne, der hier auch immer fleißig mithilft und auch danke, die Fragen Ben. Vorbereitet hat. Und cool. Danke, Andi. Ja, sehr fantastische Moderation. Hashtag Andi, ja. Lo, Ben. Genau, ja, so machen wir das hier. Ben. Ja. Und Dankeschön an alle, die gesubbt haben und donated haben. Währenddessen denkt auch immer dran, geht auch rüber zu Dr. Freud, da könnt ihr das auch tun. Die freuen sich natürlich auch und haben das auch verdient. Die freuen sich auch. Guck mal. Noch nie gehört vorher. Wow, danke Andi für nichts. Ey, Alter, 20 Uhr Primetime. Ah, guck mal. Danke, Joe Heinz. So. Mann. Das verstehen die Leute im Chat. Ja, das werden wir noch verstehen in Zukunft. Ja, die Folge, die lassen wir unter dem Tisch verschwinden. Der Dauer, danke, Joel. Was mit dem Daumen so, ja. Die lassen wir unter dem Tisch verschwinden, die Folge. Ich würde sagen, wir raiden jetzt noch jemanden. Ja, sehr gut, Andi, du weißt ja mittlerweile, wie viel das geht. Ja, auf diesen komischen was ist das hier so? Wer streamt denn noch? Lena hat ja aufgehört, Henno ist ja scheinbar auch beschäftigt. Maurice Weber vielleicht ist auch streamt nicht live. Er auch im Brauhaus. Was mit Dominic Kepler? Ja, ich glaube, der hat alles. Ja, guck mal, Mango streamt gerade. Mango? Need for Speed Underground 2, ein ganz grandioses Spiel. Richtig Banger-Titel nochmal raus. Hallo, das ist richtig nice. Das ist geil, das beste. Vor allen Dingen scheint ihr das gemoddet zu haben, weil das sieht irgendwie echt gut aus. Oder? Das sieht echt überraschend gut aus. Gut, also dann die Auflösung. Würde ich sagen, ihr habt jetzt viel Spaß bei Mango. Lasst einen Gruß im Chat da. Wenn ich jetzt auf Raid Begin drücke, passiert noch nichts, ne? Nee, noch nicht. Richtig. Du musst dann nochmal. Ich habe keine Ahnung davon. Ich drücke jetzt einfach mal so. Ja, ist richtig. Sehr gut. Guck mal. Gleich bereit. Also vielen, vielen Dank an alle im Chat, auch an die Mods. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Habt ihr gesehen, wann. Und Grüße gehen raus auch nochmal an Lena. Dankeschön. Genau. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.